Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung die Bundesministerin des Auswärtigen, Frau Annalena Baerbock, sowie die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Bettina Stark-Watzinger, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst Frau Annalena Baerbock. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Als ich das letzte Mal hier bei der Regierungsbefragung war, war das kurz nach dem brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und niemand wusste damals, wie lange dieser Krieg andauern würde. Wir alle haben gehofft, dass es schnell wieder zu Frieden kommt. Leider war das anders. Trotz der intensiven Friedensbemühungen von unserer Seite, von Seite unserer europäischen Freunde, von eigentlich so gut wie der ganzen Welt. Was, glaube ich, aber ebenso niemandem deutlich war, wie geschlossen wir in diesem Moment seitdem gehandelt haben. Weil wir vorher ja auch in der Europäischen Union unterschiedliche Meinungen mal hin und wieder hatten, weil immer gefragt wurde, wie stark kann man sich auf Europa verlassen. Und wir haben deutlich gemacht, und dafür bin ich all unseren europäischen Partnern dankbar, Ihnen auch hier, der überwiegenden Mehrheit im Deutschen Bundestag, dass wir in dem Moment, wo es darauf ankam, das Wichtigste in unserem Land, in unserem Europa zu verteidigen, ganz geschlossen beieinander gestanden haben, eingetreten sind für Demokratie, für Freiheit und für Frieden. Wir haben aber auch dafür bin ich dankbar, fast gemeinsam zwischen Regierung und Opposition, jedenfalls einem großen Teil der größten Oppositionsfraktion hier im Deutschen Bundestag, unsere Schlüsse daraus gezogen. Dass wir deutlich gemacht haben für uns als Abgeordnete, als Regierung, wir haben eine Verantwortung, dass das, was passiert ist und wo wir auch in der Vergangenheit aus meiner Sicht jedenfalls politisch Fehler gemacht haben, weil wir uns in Abhängigkeiten begangen haben, die uns erpressbar gemacht haben, dass uns dies nicht noch einmal passieren darf. Daher haben wir gemeinsam eine nationale Sicherheitsstrategie auf den Weg gebracht. Und darauf würde ich gerne eingehen, genauso wie auf die China-Strategie. Dazu wird es ja sicherlich auch gleich ein paar Fragen gehen. Worum es dabei geht, sind nicht zwei unterschiedliche Stücke Papier, sondern es geht darum, dass wir auf lange Sicht unsere Freiheit und unsere Ordnung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sichern. Sie hatten letztens ja schon die Debatte, dass das ein bisschen dauert. Ja, das dauert ein bisschen. Und wenn ich im Ausland unterwegs bin, unterstreiche ich auch immer, wenn man drei Koalitionspartner hat, dann diskutiert man manchmal etwas länger, als wenn man nur eine Partei hat. Es hat aber auch viele Vorteile. Auch dafür werbe ich in der Welt, weil Kompromisse nichts Schlechtes sind, weil Diskussionen nichts Schlechtes sind, sondern auch ein Ausdruck erstens von Freiheit und zweitens, dass man selbstkritisch sein kann, dass man reflektieren kann und auch mal sagen kann, der andere hat auch recht. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von Stärke und nicht von Schwäche. Genau das haben wir als Europäische Union auch gerade deutlich gemacht bei den unterschiedlichen Besuchen von europäischen Partnern in China. Der spanische Regierungschef war ja gerade dort gewesen, dann Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, der französische Präsident und ich bin gerade zurückgekommen. China ist für uns Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Und ich möchte deutlich machen, auch wenn ich gleich an meine Kollegin übergebe und ihre Redezeit jetzt hier nicht wegnehmen möchte, dass unser Eindruck, es waren ja auch vier Abgeordnete dabei, auch dafür herzlichen Dank, leider war, und ich betone leider, dass der Aspekt systemischer Rivale immer stärker zunimmt. Und zwar nicht nur, weil China stärker nach außen offensiver, man kann auch sagen aggressiver auftritt, sondern vor allen Dingen nach innen repressiver. Falls Sie dazu Fragen haben, wir können viel dazu berichten. Es war wirklich zum Teil mehr als schockierend. Klar ist, wir kommen aber an China nicht vorbei. Es ist eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Es ist Deutschlands, ich sage immer größter, nicht unbedingt wichtigster, aber größter Handelspartner. Und das ist auch gut und wichtig, denn eigentlich wäre eine Welt viel einfacher, wenn wir über Handel auch gemeinsam unsere Gesellschaften stärken können. Das wollen wir, das habe ich auch in China deutlich gemacht. Überall dort, wo es geht, wollen wir zusammenarbeiten. Aber wir wollen Fehler nicht noch einmal wiederholen. Wir wollen nicht so naiv sein, dass wir glauben, durch Handel erfolgt automatisch Wandel oder Handel sei schon eine geostrategische Strategie. Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir uns von China nicht entkoppeln, sondern dass wir dafür sorgen, dass so wie China sich um seine Sicherheit kümmert, wir das auch tun
unsere Risiken minimieren. Ich glaube, die Kommissionspräsidentin hat das hervorragend auf den Begriff De-Risking gebracht, also für wirtschaftliche Sicherheit sorgen. Am besten gemeinsam mit China. Sie sind bekanntermaßen Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, tragen auch dort eine Verantwortung für den Frieden in der Welt. Daher habe ich dafür geworben, in Peking, auch in Südkorea und beim G7-Treffen, dass wir offen, aber auch mit klarer Haltung gemeinsam für die internationale Ordnung eintreten. Denn es geht hier um unser aller Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Uhr läuft hier weiter, aber Frau Ministerin Stark-Watzinger, Sie haben jetzt leider nur noch 2:50 für Ihren einleitenden Bericht. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Annalena Baerbock hat gerade über die Stärke in der Außenpolitik gesprochen. Ich werde jetzt über das, was unser Land stark macht, sprechen, nämlich über Bildung und Forschung. Bildung und Forschung haben schon immer einen langen Atem gebraucht, auch gegen Beharrungskräfte. Wenn wir alle weitermachen, was wir jahrzehntelang gemacht haben, dann ändert sich nichts zum Besseren. Unser Land braucht also Mut zu Neuanfängen. 630.000 junge Menschen waren 2021 ohne Ausbildung. Gestern haben wir den Chancenmonitor von Ein Herz für Kinder, aber erstellt vom IFO-Institut auch noch mal gesehen. Die Spreizung zwischen 21% und 81% Chance, dann auch später auf ein Gymnasium zu gehen, zeigt uns noch mal, dass in unserem Land die Chancen noch nicht gerecht verteilt sind. Und daran müssen wir arbeiten, also beharren auch in der Bildung, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Deswegen ist mir unser Startchancenprogramm so wichtig, mit dem wir ja genau dorthin gehen, wo die Kinder es am schwierigsten haben, nämlich in 4.000 Schulen, wo der Unterstützungsbedarf am größten ist. Und deswegen werden wir auch die zusätzlichen Mittel, die zur Verfügung stehen, in diese Startchancenmittel dann auch geben, in eine Startchancenmilliarde. Wir haben ein klares Ziel und es ist jede Anstrengung wert. Zweiter Punkt in der Bildung. Digitalisierung ist nicht gekommen, um zu gehen. Sie ist da. Und deswegen haben wir gestern auch digitale Kompetenzzentren auf den Weg gebracht, die nochmal die Lehrerfortbildung, also den Transfer von dem, was auch jahrzehntelang auch schon zum Beispiel durch die qualitätsoffensive Lehrerbildung entwickelt wurde, dann in den Transfer kommt, damit Lehrerinnen und Lehrer auch ihre Pädagogik dann die digitale Didaktik nutzen können. Ja, aber beste Bildung ist nicht alles. Wir brauchen natürlich weltbeste Forschung, um die Zukunftsthemen auch zu stemmen. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir weiter bei der Grundlagenforschung vorangehen. KI, Quantentechnologie, Biotechnologie, aber auch Biodiversität, wichtige Themen für die Zukunft unseres Landes. Deswegen die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die auf den Weg gebracht wurde, die auch nochmal in Missionen denkt, nicht einzelne Technologien, sondern die Frage, wie lösen wir die Probleme, die ressortübergreifend und die in agilen Missionsteam arbeitet, ein Stück weit eine neue Art auch Forschung zu betreiben. Transfer, Daten sind große Themen, die wir in diesem Jahr auch weiter verfolgen werden. Die Daten ist in den letzten Zügen. Sie warten sicher genauso gespannt wie ich. Die Pilotlinien werden jetzt noch vorgestellt vor der Sommerpause. Und dann geht es auch in die Gründung. Insofern ist klar, es gibt Beharrungskräfte. Wir sind dran. Wir arbeiten weiter, damit eben unser Land durch Bildung und Forschung stark wird. Vielen Dank. Bevor wir gleich zu den Fragen an die beiden anwesenden Ministerinnen kommen, informiere ich Sie jetzt noch mal kurz über das im Präsidium beschlossene, erneut veränderte Format der Regierungsbefragung. Im ersten Abschnitt der Regierungsbefragung werden wir nur noch eine sogenannte Fraktionsrunde machen. Der sich unmittelbar anschließende zweite Abschnitt beginnt dann mit den sogenannten freien Fragen. Für mehr Dynamik in der Befragung können die Fragen nun thematisch gebündelt werden. Dazu werden nach der Hauptfrage samt Nachfrage nun auch thematisch passende Nachfragen anderer Abgeordnete zugelassen, und zwar im Umfang von jeweils 30 Sekunden für Frage und Antwort. In diesem Zusammenhang bitte ich alle noch mal darauf, sowohl die beiden Ministerinnen, aber auch die lieben Kollegen hier im Saal, darauf zu achten, auf die Uhr, damit die Zeiten auch eingehalten werden und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen eben auch die Chance haben, Fragen zu stellen.
Damit würde ich jetzt vielleicht noch einen Hinweis. Die Nachfragen in der zweiten Runde müssen sich auf die Hauptfrage beziehen, sonst werde ich einschreiten. Also ich werde nachher danach fragen. Die müssen thematisch passen. Ansonsten gehe ich zum nächsten Fragesteller oder der Fragestellerin über. Das vielleicht noch als kleiner Hinweis. Ich bitte nun zunächst die Fragen zu den beiden Berichten und den Geschäftsbereichen der anwesenden Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Sie waren letzte Woche in China. Parallel zu Ihrer Reise in China, in der Sie die deutsche Politik vertreten haben, hat der einflussreiche Seeheimer Kreis der SPD ein Papier zu China veröffentlicht, in dem es wörtlich heißt: Aktuell hangeln sich die Spitzen des Auswärtigen Amtes und des Bundeswirtschaftsministeriums von Einzelfall zu Einzelfall. Im Zentrum steht dort mehr der innenpolitische Symbolkraft getroffener Maßnahmen als eine weitsichtige Politik. Ich finde, nachdem auch Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, in diesen Chor eingestoßen hat, dass das eine absolute Desavouierung Ihrer Rolle ist und dass es Deutschland schadet. Wie können Sie als deutsche Bundesministerin glaubhaft in China eine politische Position vertreten, wenn Sie gleichzeitig von Koalitionspartnern, von Ihnen hier in Deutschland so konterkariert wird? Darüber müssten doch unsere chinesischen Gesprächspartner sich köstlich amüsieren. Frau Ministerin. Herzlichen Dank für Ihre Frage, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, wenn ich das richtig verstanden habe. Danke, dass Sie mir das noch mal vorgelesen haben, weil aus Sicherheitsgründen hatte ich in China meine beiden Handys in einem kleinen Koffer eingeschlossen und konnte das Papier deswegen noch nicht lesen. Deswegen weiß ich jetzt auch, was drin steht. Dafür vielen Dank. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ich interpretiere das mal so, dass die Ministerin meine Meinung ist, was die Schwäche der Koalition in dieser Frage ist. Ich möchte aber eine Frage zu Taiwan stellen. Taiwan ist in den letzten Jahren einer verstärkten Bedrohung durch China ausgesetzt. Die chinesische Regierung erklärt, dass sie Taiwan eines Tages okkupieren will, und sie führt Militärmanöver gegen Taiwan in großem Umfang durch, im Übrigen auch in zeitlicher Nähe zu ihrem Besuch. Was tut die Bundesregierung konkret, um Taiwan gegen diese Aggression zu schützen und den Menschen in Taiwan das Gefühl zu geben, dass wir auf ihrer Seite stehen und dass sie keine Angst haben müssen vor einer solchen Machtübernahme der kommunistischen Führung in China? Indem wir ganz konkret unsere Sorgen aussprechen und damit auch die Sorgen, jedenfalls wenn man den Umfragen von vor Ort trauen kann, fast aller Menschen, die auf Taiwan leben, nämlich dass es dort zu keiner militärischen Eskalation kommen darf und dass es aus unserer Sicht, und das habe ich ja auch deutlich gemacht, erstens unser allerwichtigstes Ziel in der Außenpolitik ist, für den Erhalt von Frieden, von Stabilität und einer regelbasierten Ordnung zu sorgen, und zwar nicht nur hier bei uns in Europa, sondern auch eben dort vor Ort, und dass es deswegen zu keiner einseitigen Änderung des Status quo kommen darf, erst recht nicht mit militärischer Gewalt. Und was manchmal hier dann vielleicht in der Berichterstattung nicht ganz so deutlich gesehen worden ist, als der französische Präsident dort war, ist ja auch eine französische Fregatte durch die Straße von Taiwan deutlich gefahren und hat damit deutlich gemacht, dass wir eben das Verständnis mit Blick auf die Freiheit dieser so für den Welthandel wichtigen Route als Europäer gemeinsam beieinander stehen. Vielen Dank. Noch mal kurz zum Verfahren. Es gingen jetzt gerade schon ganz viele Hände hoch, aber wir machen jetzt erst einmal diese Runde durch alle Fraktionen. Und danach können Sie alles andere noch mal in der zweiten Runde fragen. Heben Sie sich Ihre Frage noch mal auf. Und Frau Ministerin, Sie können sich jetzt erst mal hinsetzen. Und ich bitte die nächsten Fragestellerinnen und Fragesteller, bevor Sie die Frage stellen, kurz zu sagen, an welche Ministerin die Frage geht. Dann kann die Ministerin nämlich in Ruhe die Frage dann auch stehend entgegennehmen, genauso wie die Frage stehend gestellt wird. Und dann haben wir jetzt als nächsten Fragesteller Andreas Larem aus der SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage geht an die Außenministerin, Frau Annalena Baerbock. Sehr geehrte Frau Außenministerin, inwieweit ist es in Japan gelungen, im Rahmen des G7-Kreises den Konsens zur Unterstützung der Ukraine weiterzuentwickeln? An dem Verfahren ist, dass man wieder so auf und ab kommt nach den vielen, vielen Flügen und wenigen Schlaf, hält das hier gut fit. Also wie gut das gelungen ist, müssen Sie, glaube ich, bewerten. Das ist jetzt, liegt nicht an mir, die Bewertung. Aber jedenfalls war für mich nicht überraschend, dass wir im Abschlusskommuniqué eine so deutliche Sprache gefunden haben, dass unsere Unterstützung weitergeht für die Ukraine, für die Menschen in der Ukraine, solange sie es braucht, und zwar wirtschaftlich, humanitär, finanziell und auch militärisch, solange die Menschen unsere Unterstützung brauchen, damit sie wieder in Freiheit und vor allen Dingen einem gerechten Frieden leben können. Wir haben ja in der Vergangenheit hier intensiv auch diskutiert, was es gerade dafür braucht an militärischer Unterstützung. Der Verteidigungsminister hat da ja auch noch mal ganz, ganz doll mit Nachdruck in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass das zweite IRIS-T-System ankommen konnte, dass die Patriots jetzt angekommen, dass wir mit dem Blick auf die Munitionsbeschaffung gemeinsam liefern, auch wieder gemeinsam als Europäer. Das haben gerade unsere anderen G7-Partner auch noch mal sehr deutlich unterstrichen, was Deutschland hier leistet. Und wir haben darüber hinaus deutlich gemacht, dass wir als G7-Partner eben mit Blick auch auf die mittel- und langfristige Unterstützung nicht nur beieinander stehen. Auch der Vorschlag von Robert Habeck in der Ukraine, dass man mit Investitionsgarantien vor allen Dingen für die wirtschaftliche Stabilität sorgt, wurde da von allen anderen Partnern aufgenommen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage dann für die gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Vielen Dank. Nochmal der Hinweis, bitte auf die Zeit achten, Frau Ministerin. Und jetzt dürfen Sie eine Nachfrage stellen. Nochmal vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Zusatzfrage, die ich habe, ist, Tokio war ja in der Vergangenheit oftmals deutlich zögerlicher im Blick auf Sanktionen als andere G7-Staaten. Wie schätzen Sie aktuell die Bereitschaft der japanischen Regierung ein, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen? Ich habe sie jedenfalls mit Blick auf Sanktionen gegenüber Russland nicht als zögerlich wahrgenommen, sondern auch da war ich eher positiv überrascht. Also jetzt nicht jetzt akut, sondern vor einem Jahr. Und das müssen wir uns wirklich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, wie sehr andere Länder auf dieser Welt, bekanntermaßen habe ich ja kleine Kinder und dann erkläre ich immer, wo ich hinfliege. Da ist jetzt nicht automatisch jedes Land sofort mit dem Fingerzeig dort. Und so müssen ja andere Menschen auf der Welt, verantwortliche Politiker, nicht nur ihren Kindern, sondern ihren Staatsangehörigen erklären, warum sie jetzt eigentlich so eine Unterstützung mit Sanktionen oder auch Waffenlieferungen leisten für ein Land, wo auch vielleicht viele fragen, wo ist das eigentlich? Das ist keine Selbstverständlichkeit und deswegen sind wir so dankbar. Und dass Japan, ähnlich wie andere Länder auch, Südkorea zum Beispiel aus der Region, aber ganz viele Länder auf der Welt, diese Sanktionen mit unterstützen, obwohl sie selber Abhängigkeiten von Russland haben, wie zum Beispiel Japan, obwohl sie dadurch selber wirtschaftliche Einbußen haben, das finde ich bemerkenswert und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen war es jetzt gar keine große Rede, dass wir bei der weiteren Sanktionsüberwachung, darum geht es jetzt ja gerade, eng miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich auch so deutlich gemacht, wenn ihr uns braucht, dann sind wir auch da. Und deswegen wirken wir an der Sanktionsüberwachung, die es zum Beispiel mit Blick auf Nordkorea gibt, da ist ja Japan auch ein Treiber, wirken wir auch als Europäer, als Deutsche so intensiv mit. Zweiter Appell. Bitte auf die Zeit achten. Das waren Antwort nur 30 Sekunden. Bitte im Blick behalten. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Petri Büstrom. Entschuldigung. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an die Kollegin Frau Baerbock. Liebe Frau Baerbock, schön, dass Sie da sind. Sie haben nach dem Scheitern der Mission, der Militärmission in Afghanistan die Parole ausgegeben, so viele Afghanen wie möglich nach Deutschland zu holen. Das machen Sie auch mit Flügen. Es sind zigtausende, über die letzten Jahre sind es fast 2 Millionen Afghanen hier nach Deutschland gekommen, obwohl viele von denen überhaupt nicht integrierbar sind in die Arbeitswelt. Sie belasten die Sozialsysteme. Und jetzt kommt es sogar dazu, dass das Ihr Ministerium mittels illegaler Mittel macht. Wir haben hier das Beweis. Wir haben hier eine E-Mail,
von Ihrem Referat, aus Ihrem Amt, Referat 509, an die Botschaft in Islamabad, wo explizit aufgefordert wird, in gefälschte afghanische Pässe Visa zu erteilen. Ist das Ihre Politik? Machen Sie das absichtlich oder machen das die Beamten, ohne dass Sie das wissen und Sie haben überhaupt keinen Überblick darüber, was in Ihrem Hause passiert? Also da Sie ja gleich wieder auf die Zeit drängen, möchte ich doch mal darauf hinweisen, große strategische Fragen in 30 Sekunden zu beantworten und jetzt Falschbehauptungen, wo es glaube ich 5 an der Zahl waren, in einer Minute zurückzuweisen. Das geht jetzt nur staccato-mäßig und vielleicht stellt ja jedermann dazu noch mal eine Nachfrage. Aber ich werde das alles zurückweisen und wenn die Minute abgelaufen ist, dann werden wir das schriftlich tun. So, das einmal vorweg gesagt haben und einmal hier laut und vor Kamera. Wir beteiligen uns an nichts, was nicht legal ist. Wäre. Deswegen stehen wir dafür, dass wir die Rechtsmäßigkeit nicht nur von internationalem Agieren immer deutlich ansprechen, sondern dass wir unsere eigene Rechtsordnung hier in Deutschland verteidigen, wenn sie von außen angegriffen werden sollte, und sei es direkt oder sei es indirekt. Und dann gibt es noch so etwas wie eine Verantwortung als Ministerin, als Politikerin. Wir können aus meiner Sicht uns hier nicht hinstellen und sagen, wie falsch es war. Dafür haben wir eine Enquete und einen Untersuchungsausschuss mit Blick auf die Situation in Afghanistan, dass wir Menschen nicht rausholen konnten, und dann sagen, ja, und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Deswegen habe ich mir in meinem Amt mit meinen Mitarbeitenden genauso wie Innenministerin den Kopf darüber zerbrochen, wie wir in einer Situation, wo ein autoritäres Regime ist falsch, ein terroristisches Regime wie die Taliban seine eigene Bevölkerung terrorisiert, wie wir irgendwie dafür sorgen können, dass wir Menschen rausholen können, auch wenn es alles abgeriegelt wird. Und deswegen habe ich mit den Pakistani eine Vereinbarung getroffen, dass Menschen über ihre Grenze kommen können, auch wenn sie keine Pässe haben, weil Pässe werden dort nicht aufgestellt. Wir können alle froh sein, dass wir Reisepässe haben können, um zu reisen. Das funktioniert da nicht. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass Frauen und Kinder, insbesondere solche oder Anwältin, Rechtsanwältin, schnellstmöglich aus Pakistan rauskommen können. Dass sie das anders machen würden, das habe ich mehr als zur Kenntnis genommen. Aber ich halte das für unsere internationale Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen. Und dann haben wir einen Hinweis bekommen. Dann ziehen Sie mir die Zeit gleich hinten noch mal ab. Ich antworte dann nur 10 Sekunden. Dann haben wir einen Hinweis bekommen, dass es zu Fälschungen kommen könnte. Dann haben wir unverzüglich das Aufnahmeprogramm gestoppt mit dem Innenministerium zusammen und mit dem Außenministerium zusammen. Aber weil es hier um Rechtsstaatlichkeit geht, da kann die Ministerin nicht einfach sagen, wir heben jetzt Visa auf. Deswegen haben wir gesagt, wir machen zusätzliche Sicherheitsüberprüfung drauf. Dafür brauchen wir Personal. Das tun wir auch. Das tun wir an unserer deutschen Grenze. Das tun wir dort vor Ort. Das heißt für mich Humanität und Ordnung. Und das dazu verpflichtet mich aus meiner Sicht auch unser deutsches Grundgesetz. Herzlichen Dank. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Naja, nein, ist in Ordnung, weil hier erstmal immer Falschbehauptungen gerade gestellt werden. Dann möchte ich auch mal sagen, Ihr Ministerium hat uns schriftlich mitgeteilt, dass die Afghanen, die nach Deutschland von Ihnen eingeschleust werden, gar nicht verfolgt werden. Das wissen Sie im Ministerium. Und ich finde das auch schon sehr interessant, dass Sie das für rechtmäßig halten, wenn Sie Ihr Ministerium, wenn Ihr Ministerium Ihre Botschaft anweist, in gefälschte Pässe Visa auszustellen. Also das ist wirklich eine sehr interessante Einstellung zum Rechtsstaat. Aber ich hätte vielleicht eine einfachere Frage. Sie haben hier vor einem Jahr gesagt, Sie wollen mit den Sanktionen Russland in die Knie zwingen. Russische Wirtschaft wird dadurch geschädigt und dadurch wird Russland gezwungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten. Ja? Herr Büstron, eigentlich sollten Sie eine Nachfrage zu dem vorgestellten Thema stellen und nicht ein neues Thema aufmachen. Also das würde ich Sie bitten, das vielleicht noch mal jetzt in den nächsten 2-3 Sekunden zu tun. Wie würden Sie die Kurve kriegen von Russland zu Afghanistan? Ja, das ist Ihre Kunst. Soll ich Ihnen helfen? Ich bin auf kollegiale Hilfe gerne, aber ich versuche das jetzt in den 2 Sekunden. Ja. Also der Internationale Währungsfonds prophezeit sogar eine Stärkung der russischen Wirtschaft. Also ist das ein Scheitern Ihrer Politik? Welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? Da ich hier nur die Ministerin bin, möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass zweimal jetzt Schleusung, gefälschte Visa, Rechtsbruch,
mit Blick auf das AAA hier vertreten wurde. Ich weise das in aller Schärfe zurück und ich hoffe, alle demokratischen Parteien tun das ebenso. Mit Blick auf Russland und die Frage, dieser Frage haben Sie mich ja schon öfter gestellt. Ich empfehle das Lesen eines Wall Street Journals Artikels über die Auswirkungen der Sanktionen, der wirtschaftlichen Lage in Russland. Leider wurde dieser Journalist vom russischen Präsidenten, den Sie ja offensichtlich unterstützen, verhaftet. Völkerrechtsbruch pur. Ich kann nur an Sie appellieren, dass Sie vielleicht Ihre guten Drähte nach Moskau nutzen, damit dieser Mensch wieder freikommt und wir solche Fakten überall auf der Welt lesen können. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum nächsten Fragesteller, Jürgen Trittin aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Richtet sich auch an die Bundesaußenministerin. Vielleicht hätten, ja, oder überrascht es nicht wirklich, dass die Organisation von Spargelfahrten nicht unbedingt zu China-politischer Kompetenz führt. Sie haben diese, glaube ich, bei Ihrer Reise eindrücklich bewiesen, nämlich eine realistische China-Politik, die ausgeht von einer Sicherheitsstrategie, die wehrhaft, resilient und nachhaltig ist. Aber Sie haben ja bewusst mit China auch über die Frage der Ukraine gesprochen. Und in dieser Situation hat ja China mehrfach sehr ambiguitätspflegend, schillernd geäußert, es wolle Schritte unternehmen, diesen Konflikt zu beenden. In Ihren Gesprächen mit der chinesischen Regierung, welche konkreten Ansagen haben Sie da entnommen, diese Ansprüche seitens China tatsächlich umzusetzen? Auch dafür herzlichen Dank. Unterschiedliche Aspekte verknappt in einer Minute. Die Chinesen haben ja ein Positionspapier vorgestellt, wo sie deutlich machen, sie wollen eigentlich für den Weltfrieden sorgen. Ich habe dort deswegen deutlich gemacht, das begrüßen wir nicht nur sehr, sondern das halten wir dringend für geboten, weil als Mitglied des Sicherheitsrates man eben nicht nur Rechte hat, sondern aus meiner Sicht auch Verpflichtungen. Und alles, was China dafür tun kann, seinen Einfluss oder auch seine Beziehungen mit Blick auf Russland dafür zu nutzen, dass endlich der Weltfrieden wiederhergestellt wird, ist nicht nur wichtig, sondern all das unterstützen wir. Deswegen hatte der Bundeskanzler auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass China auf die nukleare Situation immer wieder Bezug nimmt, hat ja dazu geführt, dass erstmal diese Rhetorik nicht mehr aus Russland kam. Leider hat auch nach dem letzten Besuch von Xi in Moskau dann die eben Bewegung nach Belarus stattgefunden. Das habe ich deswegen deutlich angesprochen, dass China ja deutlich gemacht hat, es darf keine nukleare Eskalation geben, dass aber Belarus deswegen auf die Tagesordnung gehört. Genauso habe ich deutlich gemacht, dass es wichtig ist für den Weltfrieden, dass man den Aggressor benennt und deutlich macht, wer das Opfer ist und dass das Opfer ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Das hat man, wie man gehört hat, in der Pressekonferenz anders gesehen. Ich habe auch angesprochen, dass eine Unterstützung militärischer Art damit ein Bruch des Völkerrechts wäre. Und zu, glaube ich, positiver Überraschung hat der chinesische Außenminister in der Pressekonferenz öffentlich erklärt, dass es zu keinen militärischen Lieferungen von Seiten Chinas kommt. Er hat auch Dual Use mit angesprochen, worum ich mehrfach geworben habe. Das hat er zwar eingeschränkt, aber ich glaube, das ist was, was ein wichtiger Beitrag wäre, wenn es dann auch so umgesetzt wird. Danke. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Frau Ministerin, da danach das G7-Außenministertreffen stattgefunden hat, wo man ja auch sich mit der Frage nicht nur Taiwan, sondern Ukraine beschäftigt hat. Dennoch hat ja kurz vor Ihrem Besuch der Besuch von Macron stattgefunden. Die G7 haben eine Geschlossenheit betont und auch im dokumentiert. Wie würden Sie diese Geschlossenheit gerade sehen vor dem Hintergrund des Vorhalts, dass Macron eine andere Tonalität vertreten hätte, als Sie es getan haben vor Ihrer Feststellung, es sei eine ganz klare gemeinsame europäische Haltung gewesen?
Diese Geschlossenheit findet sich nicht nur in dem Abschlusskommuniqué, was ja alle G7-Staaten unterschrieben haben, dass genau das, was auch die EU-Kommissionspräsidentin vor Ort vertreten hat, klar und deutlich verankert. Diese Geschlossenheit hat es aber nach all dem, was ich in Peking auch gehört habe, auch vor Ort gegeben. Unsere Botschaft ist ja im Austausch mit den Botschaften vor Ort. Es hat ein gemeinsames Gespräch von der Leyen und Macron gegeben. Auch in den bilateralen Gesprächen hat mir meine französische Kollegin noch mal unterstrichen, dass die klare Haltung von uns Europäern mit Blick auf die Situation von China und Russland überall angesprochen worden ist. Das findet sich auch in diesem Kommuniqué wieder. Und der französische Präsident hat in Paris ja auch noch mal unterstrichen, dass es diese gemeinsame europäische Linie gibt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Nicole Gohlke aus der Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an die Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger. Ihr Eckpunktepapier zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, also dem Gesetz, das die Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regeln soll, das hat erheblichen Gegenwind aus der Wissenschaftscommunity provoziert. So stark, dass sie zurückrudern mussten und auch erst mal den Gesetzentwurf wieder zurückgezogen haben und dann eine Diskussionsrunde unter Leitung ihres parlamentarischen Staatssekretärs mit Akteurinnen und Akteuren aus der Wissenschaft organisiert haben. Meine Frage ist, wann genau kommt der neue Referentenentwurf? Und habe ich Sie in dieser Diskussionsrunde richtig vernommen, dass Sie lediglich im Bereich der Postdoc-Stellen Ihre Eckpunkte überarbeiten werden und alle anderen aufgestellten Reformvorschläge so belassen wollen, wie eben in Ihrem Eckpunktepapier vorgeschlagen? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für Ihre Frage. Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Es geht um die Frage, wie schaffen wir es, ein attraktives Wissenschaftssystem zu schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten, das international wettbewerbsfähig ist und das auch die Möglichkeiten bietet, diese neuen Erkenntnisse, die wir in unserem Land brauchen, auch zu schaffen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Baustein darin. Es regelt die Arbeitsverträge. Ich begrüße sehr, dass der Wissenschaftsrat einen Prozess angestoßen hat. Und mal, was heißt das dann eigentlich? Wie müssen Hochschulen aufgestellt sein? Wie müssen überhaupt die Dinge zusammengreifen? Denn das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Element. Viele Dinge, die in den Eckpunkten, ich möchte einmal korrigieren, wir haben keinen Gesetzentwurf vorgelegt, sondern Eckpunkte. Viele Punkte sind auch schon breit akzeptiert, zum Beispiel Vorfahrt für Qualifizierungsbefristung vor der Drittbefristung, auch Mindestvertragslaufzeiten, damit wir eben nicht so kurzatmig auch, damit die Menschen eine gewisse Planbarkeit haben, die Menschen im Wissenschaftssystem, das ist ganz wichtig. Mit Blick auf die Frage der Postdoc-Phase haben Sie ja gesehen, die Breite der Diskussion, die es gibt. Unser Ziel ist, relativ klar dann auch die Karrierepfade zu gestalten, damit früh klar ist, in welchen Bereich des Wissenschaftssystems oder auch außerhalb der Wissenschaft dann der Karriereweg geht. Und da war die Diskussion auch einfach noch mal wichtig, damit wir sehen, die Breite und die Vielfalt der Themen, die dort angegangen werden müssen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. Vielleicht könnten Sie dann im zweiten Rutsch noch mal beantworten, wann der Referentenentwurf kommen soll. Und ich habe noch eine Nachfrage. Ihr Staatssekretär Brandenburg hatte in der Diskussionsrunde ja gesagt, dass der Bund mit dem Zukunftsvertrag bereits sehr viel Geld für Dauerstellen in der Wissenschaft bereitstelle. Nun wissen wir aber alle aus den Verpflichtungserklärungen der Länder, dass es eben kaum verbindliche Vorgaben für Dauerstellen an der Stelle gibt. Deswegen frage ich Sie, ob Sie genau wissen, wie also und auch eine Zahl nennen können, in welchem Umfang der Zukunftsvertrag tatsächlich zur Schaffung von Dauerstellen beigetragen hat und was auch, sage ich mal, die Zielmarke, die gewünschte Zielmarke der Bundesregierung hierbei wäre. Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre, den Sie ansprechen, das ist ein Element, wie der Bund auch die Hochschulen bzw. die Länder unterstützt, um eben das Wissenschaftssystem so auszustatten, dass Menschen dort ihre Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze haben und eben auch die Lehre gut stattfinden kann, denn es ist nicht nur Wissenschaft, sondern es geht ja auch um die Lehre in den Hochschulen. Der Zukunftsvertrag Studium Lehre wurde jetzt noch mal dynamisiert. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, mehr Stellen zu schaffen. Am Ende des Tages ist es etwas, was dann in der Umsetzung auch mit den Ländern ist. Es gibt verschiedene Bereiche, zu denen sich die Länder vereinbart haben, zum Beispiel auch in der Lehrerausbildung noch mal zusätzlich Plätze zu schaffen. Es ist eine Kombination von vielen Faktoren. Wir können unterstützen, dass die Grundlage dafür da ist, dass mehr Dauerstellen geschaffen werden und damit eben auch die Ziele, die wir alle haben, umgesetzt werden können. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Ria Schröder aus der FDP-Fraktion.
Meine Frage richtet sich überraschenderweise an die Bundesbildungs- und Forschungsministerin, sehr geehrte Frau Ministerin Stark-Batzinger. Aufbruch finanzielle Bildung, das war der Titel einer Veranstaltung, die, fand ich, sehr gelungen war und die Sie gemeinsam mit Bundesfinanzminister Christian Lindner veranstaltet haben, und zwar um der Bedeutung der finanziellen Bildung in Deutschland mehr Raum zu verleihen. Das ist auch eine Frage der Chancengerechtigkeit, denn viele Menschen haben wenig Wissen darüber, wie funktioniert eigentlich Vermögensaufbau, wie funktioniert Altersvorsorge. Auch schon bei Fragen eines Ausbildungsvertrags merkt man hier große Unterschiede. Und Sie haben hierzu ein Eckpunktepapier mit 3 Themenbereichen veröffentlicht: Finanzbildungsstrategie, Finanzbildungsplattform und Forschung zu finanzieller Bildung. Ich finde, das liest sich gut. Ich frage mich aber, welche Maßnahmen sind damit verbunden? Vielleicht könnten Sie dazu einmal ausführen, welche Maßnahmen haben Sie bereits initiiert und welche Maßnahmen werden noch folgen? Danke. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, auch hier vielen Dank, weil die Selbstbestimmung unserer Bürgerinnen und Bürger hat auch etwas damit zu tun, dass sie finanzielle Bildung erfahren, dass sie selbstbestimmt und selbstständig dann auch ihren Lebensweg planen können. Die Realität ist leider noch eine andere. Zum einen sehen wir, dass viele Schülerinnen und Schüler auch die Schule verlassen, ohne zu wissen, was die EZB ist, und auch mit dem Begriff Inflation ein Problem haben. Wir sehen, dass Risiken nicht richtig eingeschätzt werden können. Das ist immens wichtig, um, wenn man dann etwas spart, auch verstehen zu können, was passiert mit meinem Geld. Zinseszinseffekt. Was heißt das eigentlich, wenn ich früh anfange anzusparen für meine Altersvorsorge? Denn wir wollen ja, dass über den gesamten Lebensweg hinweg die Menschen selbstständig sein können. Die Strategie zur finanziellen Bildung bezieht sich aber nicht auf die Schule, sondern über den gesamten Lebensweg hinweg, weil die Bedürfnisse sehr anders sind. Ein junger Mensch in Ausbildung hat andere Bedürfnisse als eine alleinerziehende Mutter in einer späteren Lebensphase. Insofern werden wir mit der OECD zusammen eben eine Strategie entwickeln, um eben diese verschiedenen Lebensphasen abzubilden. Es wird eine Plattform geben, die bündelt, die Lehrinhalte bündelt. Und wir werden weiter die empirische Forschung stärken. Wir beginnen noch in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, mit einer Konferenz dazu. Es werden auch weiter mit den Stakeholdern gearbeitet, denn es gibt sehr viele, die sich engagieren. Und wir müssen die Kräfte bündeln, damit wir dieses Ziel, auch die finanzielle Selbstbestimmung, und dann auch bis ins hohe Alter hinein dann auch umsetzen. Setzen zu können. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sie haben es gerade schon adressiert, die alleinerziehende Mutter, gerade Frauen sind auch besonders betroffen, wenn es darum geht, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Altersarmut ist ein weibliches Phänomen. Deswegen wollte ich noch einmal nachfragen, wie sieht es aus bei speziellen zielgruppenspezifischen Maßnahmen, einerseits für Frauen, für Menschen mit geringem Einkommen, für die ja ein guter Einsatz der verfügbaren Mittel von besonderer Bedeutung ist. Vielleicht können Sie auf dieses Thema noch mal eingehen. Ja, das Thema ist uns ein ganz besonderes Anliegen, denn Sie haben es eben schon gesagt, die finanzielle Situation von Frauen und auch gerade Altersarmut ist noch ein sehr weiblich geprägtes Phänomen. Insofern ist es wichtig, dass man früh auch über die Frage, welche finanzielle, also wie sieht meine Altersvorsorge aus, dass man sich drum, dass man die Kenntnisse hat, und deswegen wird es auch spezielle Angebote gerade beziehungsweise Informationen, Angebote und auch Forschung weiterhin dazu geben, denn es ist immens wichtig. Jeder kann ja einen eigenen Lebensweg gehen, aber man muss bewusst seine Entscheidungen auch treffen können. Und deswegen ist es eine Grundlage eben auch für die Selbstständigkeit. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage des fraktionslosen Abgeordneten Robert Fahle. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Außenministerin, der UN-Menschenrechtsrat hat am 3. April mit großer Mehrheit eine Resolution gegen die Verhängung von einseitigen Wirtschaftssanktionen beschlossen. In der Resolution wird durch das sofortige Ende der westlichen Sanktionspolitik gefordert, sofern diese nicht durch den UN-Sicherheitsrat legitimiert sind und damit völkerrechtswidrig sind. Meine Frage: Werden Sie jetzt Ihr vehementes Eintreten für ständig schärfere Sanktionen überdenken und endlich das Völkerrecht respektieren und den ständigen Bruch des Völkerrechts beenden? Dann lesen Sie die Resolution, dann wissen Sie, was der Menschenrechtsrat sagt. Die Ministerin hat jetzt das Wort zur Antwort. Da Sie sich ja so für das Völkerrecht interessieren,
ich bekanntermaßen auch. Ja? Die AfD verfolgt das immer ganz genau, was ich beim Völkerrecht mache. Da können wir uns auch gut drüber austauschen. Dann haben Sie sicherlich auch wahrgenommen, dass es nicht nur den Sicherheitsrat bei den Vereinten Nationen gibt, sondern ja auch die Generalversammlung, die bekanntermaßen nach einem Jahr russischem Angriffskrieg mit breiter Unterstützung nicht nur der Mehrheit, sondern mehr als zwei Drittel der Staaten deutlich gemacht haben, dass angesichts der Blockade des VN-Sicherheitsrates, weswegen er auch zu anderen Themen keine gemeinsame Haltung und Position mehr einnehmen kann, weil das Land, was derzeit seiner Verpflichtung aus der Charta nicht nur nicht gerecht wird, sondern diese Charta mit Bombenraketen bricht, dass deswegen der Sicherheitsrat blockiert ist und die Generalversammlung deswegen in einer Uniting for Peace Resolution letztes Jahr bereits deutlich gemacht hat. Deswegen trägt sie die Verantwortung dafür, das Völkerrecht in der Welt zu verteidigen. Und darin hat die Mehrheit aller Staaten auch deutlich gemacht, dass der Angreifer klar benannt werden muss, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat, dass es wichtig ist für die Weltgemeinschaft, dieses Recht auf Selbstverteidigung zu verteidigen. Sie sind ja gegen militärische Mittel. Eins der zivilen Mittel ist, Sanktionen zu verhängen. Und auch das hat die Generalversammlung deutlich gemacht, dass das nicht nur im Einklang der Charta steht, sondern im Einklang mit dem Recht auf Selbstverteidigung, wo andere Staaten der Welt unterstützen können. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sehr geehrte Frau Baerbock, der UN-Menschenrechtsrat besteht aus 47 Mitgliedern. 33 Staaten haben für die Resolution mit dem Titel, ich zitiere, die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrung der Menschenrechte gestimmt, 13 dagegen und Mexiko hat sich enthalten. Und dieser Menschenrechtsrat hat gesagt, wir verurteilen aufs Schärfste die fortgesetzte einseitige Anwendung und Durchsetzung solcher Maßnahmen durch bestimmte Mächte als Druckmittel, einschließlich politischen und wirtschaftlichen Drucks gegen jedes Land, insbesondere gegen die am wenigsten entwickelten Länder und die Entwicklungsländer mit dem Ziel, diese Länder daran zu hindern, ihr Recht auszuüben, aus freien Stücken über ihr eigenes politisches, wirtschaftliches und soziales System zu entscheiden. Also werden Sie endlich Ihre Sanktionspolitik beenden und die Menschenrechte in der ganzen Welt akzeptieren. Die Ministerin hat das Wort. Werden wir die Sanktionen beenden? Herr Fahle, hören Sie der Ministerin, Sie haben eine Frage gestellt. Gut. Also, Ihre Frage war ja, werden wir die Sanktionen beenden? Nein. Solange dieser russische Angriffskrieg nicht beendet ist. Und auch das ist aus meiner Sicht eine Stärke, dass, wenn man anderer Meinung ist, was wir bekanntermaßen im Menschenrechtsrat, bei diesem Punkt sind wir übrigens auch bei anderen Themen manchmal. Es gibt auch andere Resolutionen, wo Deutschland überstimmt wird, dass wir das dann nicht nur hinnehmen, sondern dass wir andere Länder nicht unter Druck setzen, wie sie vorher abstimmen oder wie sie nachher abstimmen, sondern dass wir anerkennen, dass wir bei diesem Punkt offensichtlich bei dieser Abstimmung nicht die Mehrheit hatten. Auch das ist für mich ein Ausdruck von Stärke und nicht von Schwäche. So, wir kommen nun zum zweiten Teil. Die Fragen zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Das ist jetzt der offene Frageteil, wo sich ganz viele gleich auch melden können. Aber jetzt fangen wir, ich habe ja schon eine kleine Liste hier, wir fangen jetzt mal an mit Nadine Schön aus der CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Stark-Watzinger, Sie haben eben eingeführt mit den Worten, es brauche Mut zum Neuanfang. Und diesen Neuanfang, den vermissen wir, den vermissen viele Akteure aus dem Bildungs- und aus dem Forschungsbereich. Sie alle beklagen mangelnde Ergebnisse Ihres Hauses und auch eine mangelnde Kommunikation. Und Tatsache ist auch, wenn man
sich Ihre Bilanz anschaut, dann haben Sie bisher keines der großen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erreicht. Es gibt umgesetzt, es gibt kein Sprintfreiheitsgesetz, es gibt keine DATI, es gibt kein Stadtchancenprogramm, es gibt keinen Digitalpakt 2, es gibt keine große BAföG-Novelle, es gibt kein Forschungsdatengesetz und auch bei der KI-Forschung, wo alle über ChatGPT gerade sprechen, setzen Sie keine neuen Impulse. Und nicht nur wir sind unzufrieden, sondern auch im Spiegel-Regierungsmonitor landen Sie im Bildungs- und Forschungsbereich auf Platz 16 von 16. Und deshalb möchte ich Sie fragen, wie wollen Sie aus dieser Misere rauskommen und aus, als konkreten Punkt, um nochmal auf den Bildungsgipfel zurückzukommen, warum haben Sie denn darauf verzichtet, gemeinsam mit den Ländern den Gipfel so vorzubereiten, dass auch konkrete Ergebnisse dabei rauskommen? Das wäre dringend nötig gewesen. Sehr geehrte Abgeordnete Schön, Sie haben jetzt einen Koalitionsvertrag staccatoartig in einer Minute aufgezählt, der auch etwas ist für 4 Jahre. Ein Forschungsdatengesetz und ein Startchancenprogramm, das muss gut sein, das soll verändern. Das sind alles Dinge, die macht man nicht über Nacht. Ich fange einmal beim Bildungsgipfel an. Glauben Sie, dass alles in unserem Land gut läuft, dass alles weiter so läuft wie jetzt? Dann können Sie das ruhig sagen. Oder glauben Sie, dass wir besser zusammenarbeiten müssen, dass wir in einen Arbeitsmodus zusammenkommen müssen, denn das müssen uns unsere Kinder wert sein. Und deswegen war der Gipfel ein Start in einen Prozess. Wir bilden jetzt eine Arbeitsgruppe. Wir wollen nämlich nicht nur Bund und Länder, sondern auch die Kommunen. Die Kommunen müssen umsetzen zum großen Teil, was wir beschließen, zum Beispiel den Digitalpakt. Wir haben auch große zivilgesellschaftliche Organisationen wie Stiftungen, die Mentoringprogramme machen, die dem einzelnen Kind wirklich helfen. Und dass wir die alle zusammenbringen und schauen, wie wir die Schwerpunkte setzen und wie wir besser unsere Kräfte bündeln können, das ist jede Anstrengung wert. Und die anderen Themen, wir haben eine BAföG-Reform durchgeführt, wir haben die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation zwischen allen Häusern mit neuen Missionen. Wir werden die Quantentechnologie im nächsten Kabinett haben. Also ich könnte noch vieles aufzählen. Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Wir haben im ersten Jahr sehr viel auf den Weg gebracht und wir geben weiter Gas, damit Forschung, Transfer und Bildung in unserem Land Vorfahrt haben. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Für den genannten Gipfel hat Ihr Haus 1,5 Jahre gebraucht. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen sich mit Ländern, Kommunen, auch mit den Stiftungen zusammensetzen. Wann wird das konkret genau stattfinden? Wir sind im Austausch mit den Ländern, so wie es in der KMK auch besprochen wurde, dass wir jetzt die Themen und den Prozess festlegen. Und da sind wir aktuell im Austausch. Und das wird auch in Kürze dann in die Umsetzung gehen. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, weil jetzt eröffne ich die Nachfrage zur Hauptfrage von der Frau Schön über andere Kollegen. Der Lutschak, richtig? Der Zombeck? Entschuldigung. 30 Sekunden nur, ne? Na, so. Herr Jatzombeck, Frau Wahlkreisnachbarin, lade Sie gerne mal nach Düsseldorf ein. Also, Frau Ministerin, gefragt wurde nach der Kommunikation. Sie haben nicht viel dazu gesagt. Möchte einen konkreten Punkt noch mal fragen. Sie haben öffentlich erklärt, dass der Präsident einer der größten Forschungsgemeinschaften Deutschlands, Professor Neugebauer, zurücktreten soll. Ich möchte Sie fragen, ob Sie mit ihm ein persönliches Gespräch vorher geführt haben, um das Ganze zu lösen, ohne dass es zu diesem öffentlichen Eklat gekommen ist, den wir jetzt haben. Herr Abgeordneter, die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine wichtige Forschungsinstitution in unserem Land, die wir haben. Die Anmerkungen und die Vorwürfe seitens des Bundesrechnungshofes haben wir sehr ernst genommen in unserem Haus und sind im kontinuierlichen Austausch. Wir haben auch unsere Art und Weise des Controllings umgestellt. Und natürlich sind wir mit der Fraunhofer-Gesellschaft im Austausch. Und über persönliche Gespräche berichte ich nicht öffentlich. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ich berichte nicht über persönliche Gespräche öffentlich. So, ich habe jetzt 2 weitere Nachfragen zu diesem Thema. Ne, immer dran denken zum Ursprungsthema. Nichts Neues. Ich gucke gerade, die erste Frage war auf Ria Schröder, glaube ich, hat zuerst aufgezeigt.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kollegin Schön hat das den Bildungsgipfel und das Startchancenprogramm angesprochen. Und das ist ja ein Thema, zu dem Sie auch in Ihren ersten Ausführungen bereits gesprochen haben. Da gibt es ja jetzt einen ersten Vorschlag der Länder, wo die im Prinzip ja vorgeschlagen haben, 95% der Mittel sollen über den Königsteiner Schlüssel verteilt werden und 5% könne man bedarfsgerecht verteilen, zum Beispiel nach der Bedürftigkeit, nach dem Migrationsanteil. Jetzt habe ich den Koalitionsvertrag so verstanden, dass das Startchancenprogramm ja insbesondere deshalb neu sein soll, weil es wirklich bedarfsgerecht fördern soll. Deswegen möchte ich Sie gerne fragen, was halten Sie von dem Vorschlag der Länder und wie wollen Sie in die Verhandlungen gehen? Frau Abgeordnete, in der Tat, nachdem ja Konzeptionsphase wird, fangen wir jetzt an, konkret zu strukturieren, damit es in die Umsetzung gehen kann. Unser Ziel ist, dass nächstes Jahr das Startchancenprogramm an den Start geht. Aber Ziel ist eben auch, dass wir genau dort unterstützen, wo der Bedarf am größten ist. Weg vom Prinzip Gießkanne, sondern dort unterstützen, wo die Schülerinnen am meisten brauchen. Und deswegen halte ich diesen ersten Vorschlag, das ist noch in Verhandlung, aber 5% der Mittel nicht nach Königsteiner Schlüssel zu verteilen, halte ich für zu wenig, weil wir damit das Ziel, das wir haben, nicht erreichen. So, ich habe weitere Nachfragen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Nina Stahr. 30 Sekunden. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Ministerin, weil Fraunhofer angesprochen wurde, habe ich mich nur gefragt, und vielleicht können Sie mir da helfen, wie lange besteht denn dieses Problem eigentlich schon? Ist das jetzt ein neues Problem oder hätte ein solches Gespräch auch mit hinwirken auf Änderungen bei Fraunhofer? Weil da wirklich ja eine gute Einrichtung in Verruf gerät, was wirklich nicht stellvertretend passieren darf für die Wissenschaft in unserem Land, hätte da nicht längst was passieren müssen? Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Die Frage und die Beanstandung des Bundesrechnungshofs beziehen sich auf eine Zeit, die vor meiner Amtszeit lag, nämlich auf die letzte Legislaturperiode. Und wir haben gleich mit Amtsübernahme auch noch mal unsere internen Prozesse gestrafft. Wir haben auch Mittelforderungen oder Rückforderungen gestellt, damit wir eben auch der Bundeshaushaltsordnung gerecht werden und haben das auch in einem transparenten Prozess immer mit der Fraunhofer Gesellschaft kommuniziert. Und es geht ja auch darum, es sind viele tausend Menschen auch in dieser Wissenschaftsinstitution. Sie ist für uns ein wichtiger, sie treibt Grundlagenforschung bis in die Anwendung. Sie ist immens wichtig für unser Wissenschaftssystem und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, dass hier eine ruhige Arbeit stattfinden kann und zukunftsorientiert. Nächste Nachfrage zum Ursprungsthema. 30 Sekunden, Nicole Gohlke. Dankeschön. Das Schulsanierungsprogramm des Bundes für strukturschwache Kommunen läuft noch bis 2025. Das Investitionsprogramm im Rahmen des Startchancenprogrammes knüpft zeitlich betrachtet daran an. Meine Frage ist, heißt das, dass das Startchancenprogramm quasi das auslaufende Schulsanierungsprogramm einfach ablöst? Das wäre aus meiner Sicht etwas ambitionslos, denn schließlich geht es ja darum, zusätzlich zeitgemäße, klimagerechte und eben auch barrierefreie Schulen zu schaffen innerhalb des Startchancenprogramms. Dann stellt sich die Frage, welche Summe wollen Sie dafür veranschlagen, um die Sanierung zumindest bei den 4.000 Schulen zu realisieren? Also die Frage, ersetzt es das oder ist es komplementär? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass für den Schulbau generell die Länder zuständig sind, für den Schulbau und für den Hochschulbau und deshalb ja auch Mehrwertsteuerpunkte in einer Föderalismusreform an die Länder gegeben wurden. Nichtsdestotrotz hat der Bund strukturschwache Kommunen unterstützt. Das Programm, das im Augenblick läuft, hat einen ganz besonderen Fokus. Das Startchancenprogramm hat nicht zum Ziel, zu ersetzen, wo Aufgaben an anderer Stelle oder andere Programme nicht greifen, sondern es hat wirklich das Ziel, die Schulen, die eben diese Talentschulen, diese Zukunftsschulen, diese Chancenschulen werden soll, eben so auszustatten, dass die spezielle Förderung dort auch stattfinden kann. Es wird drei Säulen geben, Chancenbudget, Investitionsbudget und auch für Schulsozialarbeit. Wie die Budgets sich zusammenfinden, das hat auch was mit dem Zeitablauf zu tun, das ist im Augenblick in der Ausgestaltung. Genau, die Zeit war jetzt auch abgelaufen. Nächste Nachfrage zum Ursprungsthema, immer noch dran denken, die Kollegin von der SPD-Fraktion. Ciao.
Vielen Dank, sehr geehrte Ministerin. Auch meine Frage zum Startchancenprogramm. Erhöht es eventuell die Bereitschaft der Länder für einen Paradigmenwechsel bei der Mittelverteilung, wenn mindestens zwei wichtige Parameter geklärt werden würden? Wie könnte die Mittelverteilung des Programms Startchancen zwischen Bund und den Ländern aussehen? Und wie könnten die geplanten drei Säulen ausgestattet werden, sowohl inhaltlich als auch finanziell? Ja, herzlichen Dank. Auch das eine Herkulesaufgabe in 30 Sekunden. Aber es ist natürlich, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wie soll die Mittelgestaltung aussehen? Das eine ist natürlich in bewährter Manier, auch eine Bund-Länder-Finanzierung hat immer zwei Seiten. Das heißt, wenn der Bund Geld gibt, dann ist auch die Erwartungshaltung, dass die Länder das mitfinanzieren, dieses gemeinsame Ziel. Und über den Königsteiner Schlüssel haben wir eben schon gesprochen. Wir haben ja auch gestern noch mal festgestellt, was sind die Hauptfaktoren eigentlich, die zu Ungerechtigkeit im Bildungssystem führen. Das hat soziale Herkunft, das ist die Frage Elternteil geschieden oder also alleinerziehend oder nicht alleinerziehend und die Frage auch der Migration. Und da wird man sich anschauen müssen, wie das zusammenwirkt, um die Frage der Verteilung zu haben. Mit Blick auf die Säulen kommt es auch darauf an, natürlich über den Zeitablauf, ob man am Anfang mehr Investitionen tätigen muss. Das kann man aber hinterher ein Stück weit über den Zeitablauf dann auch zurückführen, um dann mehr Möglichkeiten für Chancen oder auch für die Schulsozialarbeit zu haben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Nicole Höchst. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Jungen und heranwachsende ausländische Staatsbürger sind besonders gefährdet, keinen Schulabschluss zu erreichen. Hier soll das Startchancenprogramm greifen. Was konkret wollen Sie denn unternehmen, um auch allen Jungen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu gewährleisten? Allen Jungen, habe ich das richtig verstanden? Ja, den Jungen. Das ist ja auch ein Kriterium. Statt Jungen und Mädchen. Genau. Statt Jungen und Mädchen. Ja, wir differenzieren da nicht. Jeder soll natürlich die Chance im Bildungswesen haben. Und deswegen ist das ja auch ein Teil von pädagogischen Konzepten, die vor Ort entwickelt werden und die an den Schulen gelebt werden. Egal ob Junge oder Mädchen, egal woher man kommt, das ist das Grundverständnis in unserer Gesellschaft, dass Aufstieg möglich ist, und zwar Aufstieg durch Bildung. Und das ist Ziel des Startchancenprogramms. Gut. Ich hoffe, zur Ursprungsfrage habe ich jetzt noch aus der CDU-CSU-Fraktion den Kollegen Staffler. Habe ich noch jemanden übersehen? Auch noch eine Nachfrage? Gut. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Ministerin, Sie haben gerade der Kollegin Schön zugestimmt, dass es im Bildungsbereich insbesondere nach der Pandemie durchaus offene Themen und Herausforderungen gibt. Unterstützung für unsere Lehrkräfte ist genau ein solches Thema. Die qualitätsoffensive Lehrerbildung hat gemeinsam mit den Ländern in der Vergangenheit für eine bessere Unterstützung der Lehrkräfte gesorgt und das sehr erfolgreich, wie wir finden. Eine Nachfrage in Ihrem Haus über die Weiterführung war mehr als vage beantwortet worden. Deswegen an der Stelle noch mal ganz konkret: Werden Sie sich für eine dringend nötige Verlängerung der Unterstützung der Lehrkräfte in dem Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung einsetzen? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und auch wir in der Koalition haben das große Anliegen, auch zu unterstützen, dass mehr Menschen sich für diesen tollen Beruf, der so wichtig für unsere Zukunft ist, entscheiden. Das Ministerium unterstützt schon seit vielen Jahren, zum Beispiel über die qualitätsoffensive Lehrerbildung, aber nicht nur. Ich habe es eingangs erwähnt, wir machen gerade die Kompetenzzentren Digitale Bildung, damit wir nicht nur einen Laptop aufklappen können, sondern damit die Lehrerinnen und Lehrer auch Unterstützung haben, in der Weiterbildung die didaktischen Konzepte zu entwickeln. Und da ist eine große Nachfrage. Die Cornelsen-Schulleitungsstudie zeigt, 98% sagen, das ist immens wichtig, dass wir diese Weiterbildung machen. Auch hier unterstützen wir, damit der Lehrerinnen- und Lehrerberuf einfach ein attraktiver Beruf sein wird. Die QLB läuft seit 10 Jahren, der Bund finanziert sie alleine. Nach 10 Jahren guckt man sich auch mal an, was haben wir erreicht. Wir werden uns weiter engagieren, aber erlauben Sie bitte, dass wir nach 10 Jahren auch mal gucken, müssen wir vielleicht auch die Ergebnisse dann schneller und breiter in die Fläche bekommen. Was haben wir gelernt aus der QLB in 10 Jahren? Das gehört einfach dazu, nicht weiter so, sondern lernen aus dem, was man gemacht hat, was Tolles erreicht wurde und darauf aufbauen. Nächste Nachfrage, Frau Dr. Sitte aus der Fraktion Die Linke.
Dankeschön. Wir haben vorhin gesprochen über die Chancen von Kindern und Jugendlichen im Bildungssystem. Wir wissen, dass viele Kinder und Jugendliche im Zuge der Corona-Pandemie erheblich gelitten haben, psychisch, physisch. Und wir wissen vor allem, dass viele Jugendliche und Kinder erkrankt sind an Covid und jetzt leiden unter Post-Covid und Long-Covid. Sie haben Förderlinien aufgelegt zur Erforschung dieser Erkrankungen. Werden Sie diese Linien verstetigen? Wenn ja, werden Sie in dem kommenden Bundeshaushalt 2024 dem Bundestag eine Erhöhung der Mittel vorschlagen? Wenn ja, vielleicht können Sie schon sagen, in welcher Höhe, damit man sich darauf einstellen kann. Danke. Ja, sehr geehrte Kollegin Sitte, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, weil das Leiden der Menschen an Post-Covid wirklich schwer ist. Das hat was psychisch, das ist körperlich, man ist in seinem Arbeitsumfeld und die Familien leiden darunter. Und deswegen arbeiten wir auch zwischen Ministerien zusammen, die davon betroffen sind, zum Beispiel das Bundesgesundheitsministerium, das Arbeitsministerium. Wir sind im Austausch, weil wir müssen hier Hand in Hand arbeiten. Wir können die Forschung begleiten. Es ist schon 2021 in die Forschungsförderung hier eingestiegen worden. Es ist wirklich eine komplexe Krankheit. Und wir werden die Forschungslinie, wir sind, haben auch Expertengremien, mit denen wir im Austausch sind, wenn jetzt die erste Förderlinie auch die ersten Ergebnisse hat, dass wir immer wieder darauf aufbauen können und weiter an dem Thema dranbleiben. Nämlich die postviralen Erkrankungen sind immens wichtig in unserer Gesellschaft und jetzt noch mal ganz besonders mit dem Blick auf Long-Covid, Post-Covid. Insofern bleiben wir dran. Mit dem, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist, werden wir auch weiter in dem Bereich forschen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Noch eine letzte Nachfrage zur Ausgangsfrage, der Kollege Dr. Frömming, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ja, Frau Ministerin, wir reden über Startchancen. Sie haben sich fokussiert und auch die Debatte drehte sich die ganze Zeit um Schulen, die einen besonderen Förderungsschwerpunkt haben. Ich sage mal Schulen mit einem erhöhten Anteil mit Schülern mit Migrationshintergrund. Ich meine aber, das Thema Startchancen betrifft inzwischen alle Schulen. Wir haben ja nicht nur 2015 folgende, sondern auch jetzt durch den Krieg in der Ukraine eine Vielzahl von mehr Schülern in den Klassen. Allein durch den Ukraine-Krieg sind es über 200.000. Sie haben vorhin das Thema Bau von Schulen, Bau, Schaffung von Räumen und so weiter adressiert an die Länder und an die Kommunen. Nun waren es aber doch nicht die Länder und die Kommunen, die sich dafür entschieden haben, so viele Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen. Das war eine Entscheidung, die auf Bundesebene gefallen ist. Also was planen Sie über das Startchancenprogramm hinaus zu tun, um den Kommunen zu helfen? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich bin dankbar für Ihre Frage, weil dann kann man auch noch mal klar sagen, dass diese Bundesregierung an der Seite der Menschen steht, die aufgrund von Krieg, jeder hat jemanden an der Front, dieses Leid der Familien und die Menschen, die hier Schutz suchen, auch unterstützt. Wir tun das zum Beispiel, haben wir das schon in den letzten Runden gemacht, indem der Bund auch für Bildung und für Gesundheit Milliardenbeträge gegeben hat, damit eben die zusätzlichen Aufgaben, natürlich sind die Kommunen, dort wird es ja gelebt, hoch belastet, aber wir haben finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit zumindest die Umsetzung dann auch ein Stück unterstützt wird. Da sind wir unserer Verantwortung nachgekommen und werden das auch weiter tun. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit haben wir keine weiteren Nachfragen zur Ausgangsfrage. Dann hat die nächste Fragestellerin, die Kollegin Lina Seitzel, SPD-Fraktion, das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Frage richtet sich an die Bundesbildungs- und Forschungsministerin Frau Stark-Watzinger. Mittlerweile haben knapp 2,3 Millionen Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler einen Antrag auf die 200 € Einmalzahlung gestellt. Davon sind auch fast 99% der Anträge bereits ausgezahlt. Diese hohe Nachfrage zeigt, dass die finanzielle Situation unter den jungen Menschen in Ausbildung angespannt ist. Wir haben ja als Koalition im letzten Jahr bereits eine BAföG-Reform verabschiedet, mit der wir die Zielgruppe der BAföG-Berechtigten ausgeweitet haben. Wir haben aber uns auch darauf verständigt, eine Strukturreform des BAföGs noch in dieser Legislaturperiode voranzubringen. Welche vordringlichen Bedarfe sehen Sie als Bildungsministerin angesichts der Situation, in der wir derzeit sind? Jetzt. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, auch hier vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich vorweg noch mal eins sagen. Ja, wir hätten uns alle gewünscht, dass schneller die 200 € bei den Studierenden sind. Aber wir haben jetzt etwas geschafft,
was es bisher noch nicht gab, dass wir in einem voll digitalen Prozess in kürzester Zeit, die Bewilligung braucht nur wenige Minuten, die Auszahlung im Schnitt 2 Tage, direkt an die jungen Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, die in der Pandemie, aber auch unter den hohen Kosten der Energie leiden, dass wir dort jetzt unkompliziert und schnell Geld an die Kinder bekommen. Wir haben nämlich als neue Bundesregierung nicht die bürgerfreundliche und digitale Verwaltung vorgefunden, die man uns versprochen hatte von der vorherigen Koalition. Insofern ist das ein Prozess, der erstmalig stattgefunden hat. Und zu Ihrer zweiten Frage, ganz wichtige Frage. Das BAföG ist schon in die Breite gegangen. Das heißt, wir haben ja Freibeträge erhöht, dass mehr Zugang haben und in die Höhe gegangen. Aber natürlich ist es das Ziel in dieser Koalition, auch noch diese letzten Lücken zu schließen. Es geht darum, auch Eltern unabhängig das BAföG beziehen zu können, damit eben nicht meine Eltern bestimmen, welchen Lebensweg ich gehe. In vielen Fällen klappt das gut, aber vielleicht auch nicht in allen. Und vor allen Dingen auch das mit Blick auf andere strukturelle Dinge, Fachwechsel, aber auch andere Dinge nochmal in einer zweiten Runde nochmal die BAföG-Reform vollendet werden kann. Vielen Dank. Frau Kollegin, Sie haben eine Nachfrage, bitte. Jetzt in diesem Sommer werden die Ergebnisse der Studierendenbefragung erwartet, die verschiedene Befragungen zur Situation der Studierenden zusammenfasst, unter anderem auch das, was früher als Sozialerhebung bekannt war. Welche Erwartungen haben Sie an die Ergebnisse der Studierendenbefragung und welchen Umgang wollen Sie damit pflegen? Ja, herzlichen Dank. Das ist ein wichtiges Thema. Die Studierendenbefragung ist ja ein wichtiger Indikator auch für uns, was wie eigentlich auch die Situation der jungen Menschen an den Hochschulen ist. Das eine ist natürlich auch die Frage, die finanzielle Situation. Das wird ja abgefragt. Dort werden wir dann die Ergebnisse sehen. Natürlich, wenn wir sehen, dass die Inflation ein Thema ist, das die jungen Menschen umtreibt. Jetzt haben wir aber auch viel über finanzielle Mittel gesprochen. Lassen Sie mich noch einen anderen Punkt machen, der auch immens wichtig ist. Es wird ja auch darum gehen, wie ist eigentlich die Belastung der jungen Menschen. Was haben Sie eigentlich in den letzten Jahren? Wo stehen Sie? Wie empfinden Sie Ihr Studium? Wie ist Ihre Belastung als Mensch? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir dann hinterher auch diskutieren müssen, wie die Situation unserer jungen Menschen sind. Sie sind unsere Zukunft. Und das Schönste ist, wenn Sie zukunftsoptimistisch auch in den Lebensweg gehen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe eine Nachfrage aus der CDU-Fraktion. Frau Kollegin. CDU-CSU-Fraktion, das bin ich korrekt jetzt. Ja, besten Dank für die Möglichkeit zur Nachfrage. Auch hier nochmal zum BAföG. Sie haben die große strukturelle BAföG-Reform ja zu Beginn der Legislatur angekündigt, und zwar für das erste Jahr. Das ist deutlich vorbei. Die Studierenden warten bis heute. Es ist nichts auf dem Tisch, keine Eckpunkte, gar nichts. Wieder lassen Sie die Studenten hier warten. Deswegen die Frage, liegt es denn also wirklich jetzt am offensichtlich nicht auflösbaren Streit in der Koalition zur Kindergrundsicherung, an die Sie offensichtlich die BAföG-Reform knüpfen wollen, dass die Studenten nach wie vor auf das dringend benötigte Geld, das innerhalb der Inflation ja auch wirklich dringend benötigt wird, jetzt warten müssen? Also sehr geehrte Frau Kollegin Staffler, ich muss mich schon manchmal wundern, weil wenn Sie hier sprechen, Sie hatten 16 Jahre Verantwortung und hätten schon viele strukturelle Reformen, die nicht einfach sind, hätten Sie durchführen können. Wir haben in diesem ersten Jahr zugesagt, dass wir den ersten Schritt der BAföG-Reform gehen, weil das Dringendste ist, dass endlich wieder mehr junge Menschen überhaupt den Zugang zum BAföG haben. Es hatten ja nur noch 11% der jungen Menschen den Zugang zum BAföG. Und natürlich ist im zweiten Schritt, aber das hat auch mit rechtlichen Dingen zu tun. Wie bekommen wir die Mittel aus der Kindergrundsicherung zu den jungen Menschen? Das sind strukturelle Fragen und da arbeiten wir dran. Und wir haben uns das für diese Legislaturperiode vorgenommen. Und deswegen werden wir auch weiter intensiv die nicht trivialen Dinge abarbeiten. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Dr. Seiter, FDP-Fraktion. Meine Frage bezieht sich auf den ersten Teil von der Frage von Kollegin Zeitzel und geht damit natürlich dann auch ans Bundesministerium, an die Ministerin. Es wurde erwähnt, dass der Prozess der Auszahlung der 200 Euro Einmalzahlung für die Studierenden sehr erfolgreich war, was man auch, wer Kinder hat, selbst erleben konnte. Das ging teilweise ratzfatz. Man wäre manchmal froh, es würde in anderen Bereichen auch so schnell gehen. Und deswegen meine Frage, sehen Sie Potenzial, dass dieses Verfahren, diese Herangehensweise
möglicherweise auch woanders fruchtbar eingesetzt werden kann, weil gerade bei der Digitalisierung haben wir in der Verwaltung ja doch einen gewissen Nachholbedarf. Ja, danke, sehr geehrter Herr Kollege Abgeordnete. Dieser Prozess, den wir jetzt einmal durchlebt haben, hat uns natürlich auch noch mal gezeigt, wo der Digitalisierungsstand in unserem Land ist. Ich möchte übrigens in dem Zusammenhang auch noch mal den Land Sachsen-Anhalt danken, das nämlich sehr stark unterstützt hat beim Nehmen aller Hürden. Das sind datenschutzrechtliche Fragen. Es geht noch nicht mal nur um die Programmierung. Ich glaube, das ist fast das am wenigsten Schwierigste, also das Trivialste, sondern die ganzen Rahmenbedingungen, die bürokratischen Rahmenbedingungen, die dazu gehören. Aber man sieht ja auch dadurch, dass wir innerhalb eines Monats über 2,2 Millionen Anträge haben abarbeiten können, dass die jungen Menschen dann schnell ihr Geld bekommen haben. Wir haben auch weit über 2 Millionen Euro schon ausgezahlt, beschieden und über 400 Millionen Euro ausgezahlt, Entschuldigung. Das zeigt ja auch, dass das der Weg der Zukunft ist und dass wir auch weiterhin uns anstrengen müssen, dass diese Digitalisierung auch im Dienste unserer Bürgerinnen und Bürger Einsatz findet. Eine weitere Nachfrage hat der Kollege Jatzombeck, CDU-CSU-Fraktion. Frau Ministerin, Sie haben vorhin gesagt, dass die Anzahl der Studierenden, die Zugang bekommen, steigt. Jetzt haben Sie eine BAföG-Novelle gemacht im letzten Jahr, die ist deutlich geringer als die zuvor von der CDU-CSU. Sie machen nur 10% bei den Wohnkosten, wir haben 30 gemacht. Sie machen nur 5,75% bei den Bedarfssätzen, wir haben über 7% gemacht. Und Sie haben immer gesagt, aber die Anzahl der Bezieherinnen und Bezieher steigt. Wie steigt sie denn jetzt tatsächlich, um das auch auszugleichen, was jetzt am Ende durch Inflation überkompensiert wird? Also Sie vermischen jetzt, lieber Herr Kollege, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Stringenz in Ihrer Argumentation erwartet. Sie vermischen jetzt das Geld, das der Einzelne bekommt als Unterstützungsbeitrag, mit der Anzahl der jungen Menschen, die in den Bezug kommen. Das sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Wir haben immer gesagt, wir können diesen sinkenden Trend, dass immer weniger BAföG bekommen, den nehmen wir nicht hin. Wir wollen eine Trendwende. Jetzt haben wir die BAföG-Reform eingeleitet. Wir sind im Dezember 2021 ins Amt gekommen. Im Oktober ist sie umgesetzt worden zum nächsten Wintersemester. Insofern schauen wir uns jetzt die Zahlen an, wie sie sich entwickeln und wo man vielleicht auch noch nachsteuern muss. Und das andere ist der Betrag. Wir haben zum Beispiel die Wohnkosten um 11% erhöht. Wir haben viele andere Pauschalen erhöht. Insofern gibt es heute einen Höchstsatz, der Je nachdem, wenn man außer drei Viertel derjenigen, die in BAföG-Bezug sind, kriegen also auch diese Unterstützung mit Wohngeld. Das sind über 900 Euro. Natürlich schauen wir jetzt auch, wie sich die Sozialerhebung anschaut. Aber wir sind sowohl in die Breite als auch in die Höhe gegangen. Und das innerhalb von 9, 10 Monaten dieser Bundesregierung. Und das ist ein großer Erfolg. Vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen. Doch eine weitere Nachfrage aus der SPD-Fraktion hierzu. Sehr geehrte Frau Ministerin, zum Thema Entlastung von jungen Menschen, gerade auch Studierenden. Wir haben es ja heute auch im Ausschuss gehabt, ist natürlich das Thema bezahlbares Wohnen gerade für junge Menschen ein sehr wichtiges. Und gerade auch im Rahmen der BAföG-Reform hatten wir uns das ja auch nochmal angeschaut. Sie hatten auch den Heizkostenzuschuss ja damals auch geöffnet. Und da würde mich einfach interessieren, was die Bundesregierung auch im Rahmen des Programms Junges Wohnen da noch vorhat. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Sie haben zu Recht noch darauf hingewiesen, dass wir natürlich die hohen, besonders hohen Belastungen, gerade mit den Beschlüssen ja auch in der Regierung und den Entlastungspaketen, dass die jungen Menschen immer dabei waren, Heizkostenzuschüsse, 9-Euro-Ticket hat ja auch gegeben, die 300 Euro oder dann eben auch die 200 Euro für alle Studierenden und Fachschülerinnen und Fachschüler. Ich bin der Kollegin Clara Geiwitz sehr dankbar, dass sie sich das Thema junges Wohnen und gerade eben auch die Möglichkeit für Studierende und Schülerinnen und Schüler Wohnraum zu schaffen, dass sie das auch zu Beginn ihrer Arbeit mit auf die Agenda mit hoher Priorität genommen hat und hier auch die Programme ins Leben gerufen hat, sodass jetzt auch die Umsetzung erfolgen kann. Denn es ist zwar regional unterschiedlich, aber das ist einer der Hauptpunkte, dass die jungen Menschen, die das Haus verlassen, um dann ihrer Ausbildung nachzugehen, belastet. Und deswegen ist es gut, dass wir Hand in Hand arbeiten in dieser Bundesregierung. Vielen Dank. Frau Ministerin, gibt es nach der Nachfrage der Kollegin Rieh noch weitere Nachfragen zu dem Themenkomplex? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur nächsten Frage der Kollegin Nicole Höchst, AfD-Fraktion. Danke, Herr Präsident. Frau Ministerin Stark-Watzinger, laut Bertelsmann-Studien gab es in Deutschland 17.138 Mädchen und 27.934 Jungen ohne Schulabschluss im Jahr 2020. Heißt, 62% der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss waren Jungen.
Auch 2021 befanden sich mit 60% mehr Jungen als Mädchen in dieser Gruppe. Die Förderung der letzten Regierung fand dazu umgekehrt proportional statt. Die Höhe der Mädchen- und Frauenförderung belief sich von 2013 bis 2021 auf rund 16 Millionen Euro, die der Jungen- und Männerförderung auf rund 6 Millionen Euro von BMBF und BMFSFJ, wo übrigens die Männer schon im Titel fehlen. So viel dazu, das sei gerecht, unser Schul- und Bildungssystem. Welche konkreten Maßnahmen haben Sie denn vor, einzupreisen in Ihren nächsten Bildungshaushalt, um die dargestellte Unwucht zu beseitigen und Jungen wieder gerecht in das Bildungsgeschehen zu integrieren? Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Höchst, unsere Programme, die wir haben im BMBF, sind in der Regel orientieren sich nicht am Geschlecht oder sonstigen Merkmalen. Mit einem Startchancenprogramm kann man natürlich noch mal ganz gezielt dann auch vor Ort da fördern, wo eben das Problem ist. Und mit Blick auf andere Bereiche, zum Beispiel die Unterrepräsentanz von Frauen in MINT-Berufen, in der MINT-Ausbildung, da wo Frauen wirklich unterrepräsentiert, dort unterstützen wir noch mal gesondert, denn Frauen sollen überall sein, Frauen können alles und deswegen müssen sie auch überall vertreten sein. Ich habe eine Nachfrage, bitte. Ja, selbstverständlich. Also ich habe Verständnis dafür, dort, wo Menschen unterrepräsentiert sind, besonders zu fördern. Deswegen frage ich Sie erneut, die Jungs und Menschen mit Heranwachsenden mit ausländischer Herkunft sind unterrepräsentiert bei den Schulabschlüssen. Und bitte tun Sie das nicht wieder mit dem Startchancenprogramm ab, sondern sagen Sie konkret, ob Sie die Jungenförderung an die Mädchenförderung angleichen oder ob die Mädchenförderungsprogramme dann gestoppt werden, um Chancengleichheit herzustellen. Danke. Ich möchte einmal mit einer Sache aufräumen. Es gibt kein besonderes Mädchenförderprogramm im Sinne von und besondere Unterstützung in der Schule, eine Differenzierung, ob Junge oder Mädchen. Da, wo einfach die Situation schwierig ist an bestimmten Schulen, dort wird unterstützt werden. Wir differenzieren nicht nach Geschlecht oder nach sonstigen Kriterien. Und insofern trifft Ihre Frage auf uns nicht zu. Da müssen Sie vor Ort mit den pädagogischen Konzepten sich auseinandersetzen. Aber wir unterscheiden nicht. Bei uns hat jeder die gleiche Chance. Vielen Dank. Eine Nachfrage aus der SPD-Fraktion, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben ja gerade richtigerweise gesagt, dass es viele Programme gibt zur Frauenförderung im MINT-Bereich, aber eben, wo es ganz wichtig und essentiell ist, ist ja, je weiter höher in der Karrierestufe man steigt und gerade auch im Wissenschaftssystem hier eben auch zu gucken, wie Frauen in diesem Bereich auch gefördert werden. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum Frauen aus dem System dann sich entscheiden, rauszugehen. Ganz wichtig und zentrales Mittel, um hier auch weiter zu fördern, ist das Professorinnenprogramm, das ja auch weiter aufgelegt werden konnte. Welche Rückmeldungen gibt es denn da zum aktuellen Stand? Das Professorinnenprogramm ist ein Flaggschiffprogramm, das wir zusammen mit den Ländern machen, weil es eben noch mal ganz gezielt auch die Repräsentanz von Frauen in der Wissenschaft erhöht. Die Programme sind bisher sehr erfolgreich gelaufen und wir haben uns mit den Ländern vereinbart, dass wir das auch weiterführen werden. Insofern bereiten wir gerade alles vor, dass dann auch die nächste Runde an den Start gehen kann, damit auch diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. Nächste Nachfrage im Bereich ist der Kollege Dr. Frömming, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe eben aufmerksam zugehört. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, Sie kennen keine Maßnahmen oder es gäbe keine Maßnahmen, die sich am Geschlecht orientieren. Also aus meiner langjährigen Praxis als Lehrer fallen mir spontan mehrere solche Programme ein, auch des Bundes, Girls and Boys Day und so weiter. Aber das mal lassen wir das mal außen vor, vielleicht müssen Sie da noch mal nachschauen. Ich möchte Sie ganz konkret fragen, wenn Sie sagen, Geschlechtsunterschiede spielen keine Rolle für Sie, haben Sie denn nichts gehört von Studien, die beispielsweise die Feminisierung des Bildungswesens beklagen? Sie kennen die Zahlen, in den Grundschulen muss man männliche Lehrer sozusagen mit der Lupe suchen. Das stellt für die Jungen ein großes Problem dar. Wie stehen Sie dazu als Ministerin?
Sehr geehrter Kollege, Sie stellen mir eine Frage, die auch außerhalb, ich sage sowas nicht gerne, aber es ist außerhalb meines Verantwortungsbereichs, weil ich nur, ja, weil ich nicht für die, für Bildung sind nun mal im föderalen System prinzipiell die Länder zuständig. Was wir unterstützen, sind bestimmte Dinge wie die digitalen Herausforderungen durch den Digitalpakt. Wir unterstützen durch das Startchancenprogramm, da wo Benachteiligungen sind, aber Sie sind Lehrer, Sie wissen, dass ich nicht in die Schule hinein, dass ich keine Lehrerinnen und Lehrer anstelle. Das wissen Sie. Insofern ist es eine Aufgabenteilung. Aber wir unterscheiden im Ministerium unseren Programm nicht und wir geben jedem die gleiche Chance. Wunderbar. Ich lasse jetzt hierzu noch eine Nachfrage zu. Hat noch jemand gemeldet? Nein. Herr Assenbeck, Sie haben sich gemeldet, aber Ihr PGF hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es keinen Sinn macht, sich an einem Thema so festzubeißen, dann kommen wir nicht zu den anderen. Insofern, Sie sind jetzt der letzte Nachfrage, den ich zulasse. Bitte, Herr Assenbeck, Sie haben jetzt noch mal das Wort. Präsident, Sie haben was bei mir gut. Frau Ministerin, Sie haben gerade etwas sehr Bemerkenswertes gesagt, nämlich dass nach dem Grundgesetz die Länder für all diese Fragen zuständig sind. Jetzt frage ich Sie einfach mal, warum wir seit anderthalb Jahren von Ihnen immer nur Bildungsthemen hören und so gut wie nie Forschungsthemen. Sie gerieren sich hier als Bildungsministerin und Sie haben überhaupt keine Zuständigkeit. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, dann folgen Sie dem Bildungs- und Forschungsausschuss und den Themen, die dort behandelt werden, scheinbar nicht aufmerksam genug. Wir haben viele Projekte auf den Weg gebracht, zum Beispiel DATEV. Wir haben übrigens bei der Sprint, da bin ich für Sie nicht zugekommen, schon untergesetzlich viele Regelungen geschaffen, Budget erhöht Selbstbewirtschaftungsmittel. Wir haben die Zukunftsstrategie auf den Weg gebracht. Ich glaube, dann sollten Sie vielleicht mal regelmäßiger in den Ausschuss gehen. So, jetzt sind wir damit mit diesem Thema durch. Und die nächste Fragestellerin ist die Kollegin Sevim Dadelen, Fraktion Die Linke. Danke, Herr Präsident. Meine Frage richtet sich an Außenministerin Baerbock. Frau Ministerin, die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht jetzt Namensbeiträge, die darauf hinweisen, dass Europas Politiker, ich zitiere, keine Ahnung von den Sichtweisen und Erwartungen des globalen Südens haben. Zitat Ende. Dort wird deutlich kritisiert, dass sich die NATO und US-Verbündete auch bei der G7 als internationale Staatengemeinschaft darstellen, während der große Teil der Weltgemeinschaft ja tatsächlich keine Waffen an die Ukraine liefert und auch die einseitigen Wirtschaftssanktionen des Westens als einen Völkerrechtsbruch verurteilt. Fakt ist, dass die moralischen Belehrungen auch und Forderungen der deutschen Außenpolitik im globalen Süden ja auch als eine neokoloniale Schulmeisterei wahrgenommen werden. Und im Hinblick auf Ihren jüngsten Besuch in China haben Sie gesagt, Frau Baerbock, zu den Spannungen in der Straße von Taiwan, dass Sie, Zitat, wir es nicht hinnehmen würden, Zitat, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommt, Zitat Ende. Meine Frage ist, ob Sie damit eine deutsche Beteiligung an einem Wirtschaftskrieg oder gar eine deutsche Beteiligung an einem Krieg in China ankündigen wollten. Das wäre ja für die soziale und auch die menschliche Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland verheerend. Vielen Dank, Frau Dr. Lenue, für Ihre Frage. Da wir gerade so viel über Gender gesprochen haben, fühle ich mich jetzt nicht so ganz angesprochen, wenn die Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, europäische Politiker haben den Blick nicht für den globalen Süden. Aber ich antworte trotzdem als Außenministerin meines Landes bei meinen unterschiedlichen Besuchen. Sie waren ja auch mit dabei in den unterschiedlichen Ländern. Zum einen ist es immer schwierig zu sagen, die Länder wie die Politik, weil es auch in Afrika sehr unterschiedliche Länder gibt, auch im Indopazifik sehr unterschiedliche Länder. Und die kennen ja auch das Abstimmungsverhalten von den Ländern in der Generalversammlung, auf die ich gerade eben hingewiesen habe. Wir haben da mehrere afrikanische Länder, die auch für die Resolution Uniting for Peace und auch für den Friedensplan der Generalversammlung gestimmt haben, die sehr deutlich machen, dass man einen Bruch der UN-Charta nicht einfach hinnehmen kann, dass man ein Verbrechen, nämlich War of Aggression, nicht einfach hinnehmen kann. Es waren bekanntermaßen deswegen zum Beispiel auch
Afrikanische Länder, die bei dem Internationalen Strafgerichtshofsreform mit Blick auf das Kampala-Amendment intensiv dafür geworben haben, gerade auch bei europäischen Ländern, dass man mit Blick auf den Angriffskrieg vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden sollte. Da sehen Sie zum Beispiel ein Beispiel für eine enge Zusammenarbeit von der Bundesrepublik Deutschland mit diesen afrikanischen Ländern, weil ich habe ja in Den Haag auch deutlich gemacht, dass es für uns wichtig ist, hier das Statut von Rom, das Rom-Statut, zu ändern, um auf diesem Wege für eine Einhaltung des Völkerrechts und vor allen Dingen für Rechtsstaatlichkeit weltweit zu sorgen. Da die Zeit abgelaufen ist, vielleicht nehmen Sie in der Nachfrage nochmal die Straße von Taiwan, sonst klopft der Herr Präsident wieder. Frau Dattelen, Sie haben eine Nachfrage. Herr Präsident, ja, die erste Frage wurde ja gar nicht beantwortet Richtung Taiwan. Und zweitens würde ich gerne wissen, weil Sie die Forderungen Brasiliens Präsidenten nach die Beendigung der Waffenlieferungen und Zusammenarbeit in Richtung Verhandlungslösung ignorieren und in der Abschlusserklärung der G7 ja auch kein Wort von einer diplomatischen Initiative ist, ist meine Frage, ob Sie die Initiative des französischen Präsidenten Macron unterstützen werden, der offensichtlich mit China daran arbeitet, Russland und Ukraine noch in diesem Sommer zu Verhandlungsgesprächen zu bewegen. Es wird berichtet, dass er seinen außenpolitischen Berater Emmanuel Bonnet beauftragt hat, um China, den Spitzendiplomaten Wang Yi, zusammenzuarbeiten, um einen Rahmen zu schaffen für künftige Verhandlungen. Frankreichs Verbündete seien laut Medienberichten informiert. Meine Frage, ist die Bundesregierung informiert und unterstützt sie diese französische Initiative? Ich habe ja selber mit Herrn Wang Yi in China zusammengesessen und deswegen haben wir intensiv darüber gesprochen, wie wir den Weltfrieden wiederherstellen können. Bedauerlicherweise haben wir an ein paar Punkten unterschiedliche Einschätzungen. Wir teilen, dass es zu keiner nuklearen weiteren Eskalation kommen darf. Da arbeiten wir eng zusammen. Allerdings hatte ich ja seinen Außenminister, er war ja vorher selber Wang Yi Außenminister, gefragt, warum Sie dann den Aggressor nicht auffordern mit der Bombardierung endlich aufzuhören. Das wäre der erste Schritt zu Frieden. Das wäre der erste Schritt auch, wenn man dann verhandeln will. Leider hat China das nicht getan. Wir haben deutlich gemacht, dass wir jederzeit über Frieden sprechen wollen, dass es in der Hoheit der Ukraine liegt. Die Ukraine hat auch gesagt, dass sie jederzeit endlich über Frieden sprechen will. Aber das kann man nicht, wenn man ständig bombardiert wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zu einer Beendigung der Bombardierung von Seiten des Angreifers kommen. Sie haben den brasilianischen Präsidenten noch mal angesprochen. Er war zeitgleich dort. Wir waren lustigerweise auch im gleichen Hotel. Und da hieß es auch von einigen von Ihnen, ja, der erreicht ganz viel. Ja, man hat über Freihandel gesprochen und da hat der brasilianische Präsident deutlich gemacht, dass er sich das Freihandelsabkommen mit Europa viel stärker vorstellen kann als das, was von chinesischer Seite angeboten wurde. Auch dazu, zu der These, dass es hier irgendwie eine Polarisierung auf der Welt geben würde. Zur Straße von Taiwan haben wir deutlich gemacht, dass wir deeskalieren wollen. Das habe ich auch in China deutlich gemacht. Wir müssen gemeinsam darüber sprechen, warum gewisse Dinge offensichtlich als Aggressionen wahrgenommen werden. Das hat Tony Blinken auch beim G7-Treffen noch mal unterstrichen. Wir wollen verhindern, dass es zu einer weiteren militärischen Eskalation auf dieser Welt kommt. Und auch dazu diente mein Besuch. Vielen Dank, Frau Ministerin. Die nächste Nachfrage, der Kollege Frohmeier, AfD-Fraktion. Frau Ministerin, Sie hatten eine China-Reise unternommen. Die Kollegin Dagdelin hatte es angesprochen. Sie haben dort gesagt, Zitat, dieser Anschlag, gemeint war Nord Stream, hatte überhaupt keine weltweiten Auswirkungen. Wie kommen Sie zu so einer Einschätzung? Sie wissen, die Gaspreise sind explodiert danach, 14% ging es nach oben. Die Auswirkungen spüren im Übrigen auch die deutschen Verbraucher ganz massiv. Der Gaspreis hat sich mehr als verdoppelt. Und was tun Sie konkret nach über einem halben Jahr, nach den Anschlägen auf Nord Stream, um endlich für Aufklärung zu sorgen? Die nordischen Staaten haben kein Interesse daran, mit uns eine Ermittlungsgruppe zu bilden. Wann gibt es endlich internationale Untersuchungen? Also es gab ja eine Frage, auf die ich geantwortet habe. Und in dieser Frage wurde gesagt, oder jedenfalls klang das so, als wenn durch den Anschlag auf die Nord Stream Leitung 1 und 2
als wenn dann plötzlich irgendwas passiert wäre bei den Gaslieferungen. Bekanntermaßen hat der Krieg ja schon leider vorher stattgefunden. Bekanntermaßen war es vorher schon so, da ist ja auch eine Turbine zurück nach Russland gereist, dass von russischer Seite die Lieferungen deutlich reduziert worden sind. Mit Nord Stream 2 war es ohnehin so, dass da in dem Moment kein Gas durchgeflossen ist. Plus wir haben aufgrund des russischen Angriffskrieges unsere Abhängigkeiten von Russland weiter reduziert. Die Fragestellerin hatte gedacht oder jedenfalls ihre Frage so gestellt, dass da ganz normal Gas durchgelaufen wäre und es hätte diesen russischen Angriffskrieg nicht gewiesen. Und deswegen habe ich darauf hingewiesen, dass in dem Moment, wo der Anschlag stattgefunden hat, ohnehin diese Gaslieferungen von seitens Russlands schon massiv reduziert worden sind und unsere Abnahme massiv runtergefahren ist. Das heißt, die Konsequenzen, die wir weltweit gesehen haben mit Blick auf die Gaspreise, die bestehen natürlich. Aber die bestehen durch den russischen Angriffskrieg. Die bestehen dadurch, dass die Lieferungen aus Russland eben nicht mehr so rauskommen. Manche beziehen ja noch, wir beziehen nicht mehr. Aber das hat nicht im Zusammenhang mit dem Angriff gestanden. Mit Blick auf die Ermittlungen gab es unterschiedliche Unterrichtungen. Es wird allerdings auch schon geklopft. Das Letzte war, dass wir per Verbalnote vom Auswärtigen Amt an die russische Botschaft am 7. März 2023 deutlich gemacht haben, wie die gemeinsamen Ermittlungen von Dänemark und Schweden sind, wie unsere Ermittlungen sind. Bei uns ermittelt bekanntermaßen der Generalbundesanwalt, weil wir erneut ein Rechtsstaat sind und es ist ermittelt nicht die deutsche Außenministerin. Vielen Dank, Frau Ministerin. Darf ich meine Bitte Ausdruck verleihen, dass Sie sich bemühen, auch wenn es schwerfällt, bei dem Thema innerhalb der Zeit zu bleiben. Nächster Nachfrage ist der Kollege Bayer, CDU-CSU-Fraktion. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, auch an die Bundesaußenministerin. Eine Nachfrage, und zwar zum Thema zurück, bei dem wir eigentlich sind. Irgendwie war das jetzt gerade off track gewesen, was wir zu Nord Stream 2 gehört haben. Stichwort globaler Süden und Brasilien. Wir haben gesehen, dass China sich strategischen Einfluss weltweit ausbaut. Und die Frau Bundesaußenministerin hat ja gerade auch darauf hingewiesen, dass der brasilianische Staatspräsident Lula da Silva zur gleichen Zeit sogar im gleichen Hotel in China unterwegs war. Es ist nun so, dass Lula da Silva hier sozusagen auch von der Bundesregierung umworben wird. Meine Frage ist, wie entgegnen Sie der Tatsache, dass Lula da Silva China umwirbt, die Ukraine auffordert, die Krim abzugeben, Lavrov vorgestern noch empfangen hat in Brasilien und iranische Kriegsschiffe im Hafen von Rio de Janeiro andocken lässt? Wie gehen Sie mit diesem neuen, von Ihnen umworbenen Partner um? Deutlich, wie komplex nicht nur die Welt ist, sondern auch die unterschiedlichen bilateralen Beziehungen oder die unterschiedlichen Beziehungen der Europäischen Union mit unterschiedlichen Ländern, weswegen Differenziertheit so wichtig ist und nicht schwarz oder weiß. Und das Gleiche, was für China gilt, aus meiner Sicht jedenfalls, dass man im Dialog sein kann und trotzdem einen klaren Standpunkt beziehen kann, dass das kein Widerspruch ist, sondern dass das in so einer komplexen Beziehung, wie wir sie mit China haben, gerade weil China sich so stark verändert hat, dass das wichtig ist. Und das Gleiche gilt auch für mich wie Länder wie Brasilien, die natürlich noch mal ganz anders sind als gefestigte Demokratie. Auch das möchte ich unterstreichen. Den Regierungswechsel, den es da ja gegeben hat, auch einen ganz, ganz intensiven Wahlkampf, macht halt deutlich, was der Unterschied ist zwischen Demokratien und autokratischen Regimen. Brasilien ist ein Schlüsselpartner für uns und strategischer Partner in Lateinamerika. Aber wir haben mit Brasilien in unterschiedlichen Themen auch unterschiedliche Haltung. Beim Freihandelsabkommen, habe ich ja bereits deutlich gemacht, sind wir näher zusammen, als man das vielleicht gedacht hat, gerade auch beim Waldschutz. Das ist der große Unterschied zu China, weil es eben Brasilien so wichtig ist, gerade Klima- und Umweltstandards mit zu verankern. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel mit Blick auf die Verurteilung des russischen Angriffskriegs, bedauern wir sehr, das machen wir auch immer wieder deutlich, der Kanzler, der Wirtschaftsminister und auch wenn ich demnächst hinreisen werde, dass wir auch für Brasilien eine Verantwortung sehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Brasilien, auch vielleicht noch mal an die Frage der Vorfragestellerin hinweisen, dass Brasilien auch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution gestimmt hat, die deutlich gemacht hat, Russland ist der Angreifer, Russland muss seine Bombardierung einstellen, die Ukraine ist das Opfer und hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Vielen Dank. Vorletzter Nachfrager zu dieser Fragestellung, der Kollege Larem, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Es geht auch nochmal an die Frau Außenministerin. Nochmal zurück zu der Ursprungsfrage G7 und Frieden.
Frau Ministerin, inwieweit waren denn eventuelle militärische Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand Thema bei den G7-Beratungen? Das war auch Thema, aber so ein Mehrwert gerade von diesen Treffen, das war ja auch ein bisschen längerer Zeitraum, als einfach nur 2 Stunden sich zu treffen und dann auch aus Sicherheitsgründen, aber es hat große Vorteile, auch da wieder Handys abzugeben, dann diskutiert man nämlich sehr intensiv und vor allen Dingen an so einem kleinen runden Tisch. Das war natürlich auch ein Thema, aber weil es eben dort auch viele Fragen gibt, auch im Rahmen der NATO, kurz vorher war ja auch das NATO-Treffen der Außenminister, gehe ich jetzt darauf nicht ein, aber natürlich sind die Sicherheitsgarantien für die Ukraine ein großes Thema auf unterschiedlicher Ebene. Die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat. Auch da haben wir dann Solidaritätsklauseln. Die Ukraine wird noch enger mit uns im Rahmen der NATO zusammenarbeiten mit Blick auf die Unterstützung. Das haben wir beim Außenministerinnen- und Außenministertreffen hier bereits deutlich gemacht. Und im G7-Kommuniqué haben wir bereits deutlich gemacht, dass wir eine mittel- und langfristige Unterstützung der Ukraine haben, wirtschaftlich, finanziell, aber eben auch im militärischen Bereich. Und eben, das heißt dann auch mit Blick auf Japan, die ja Mitglied sind, auch mit Blick aus Japan. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Kraft, war das eine Nachfrage bei Ihnen jetzt noch? Na bitte, dann sind Sie Letzte jetzt in dieser Nachfrage. Eine Nachfrage noch. Nur eine bitte. Eine Nachfrage noch, ja. Ach so. Bin ich jetzt dran oder nicht? Nein, Frau Kraft ist die Nächste. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, wenn wir gerade über internationale Beziehungen sprechen, dann möchte ich die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ansprechen, die sich ja als sehr wichtig, vor allen Dingen seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine erwiesen hat. Und meine Frage ist an dieser Stelle, inwiefern man die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik als einen Aspekt moderner Geopolitik begreifen kann und was die Bundesregierung plant, um die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zu stärken. Danke. Auch diese weiter zu unterstützen. Wir sind ja bekanntermaßen auch gerade in Haushaltsverhandlungen und auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eng im Austausch sind. Das Auswärtige Amt ist ja ein Ministerium, was eher im Vergleich zu anderen einen relativ kleinen Haushalt hat. Das heißt, wenn wir jetzt mit Blick auf die Schuldenbremse, wenn wir jetzt mit Blick auf unsere Maßnahmen, die wir weltweit ergreifen, jeder Einzelne in seinen Einzelplänen reduzieren muss, dann ist die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, die bei einem Haushalt derzeit von über 7 Milliarden Euro bei mir 1 Milliarde Euro ausmacht, eben auch dann im Zweifel mit betroffen. Deswegen werbe ich dafür, dass wir gerade in diesen Zeiten von geostrategischen Herausforderungen die besondere Wichtigkeit eben nicht nur von militärischer Unterstützung, sondern gerade auch von Außenpolitik, von Entwicklungszusammenarbeit und Diplomatie auch daran deutlich machen, dass es hier nicht zu drastischen Mittelkürzungen kommt. Wir haben erlebt, dass falsche Narrative ein Teil auch von Kriegspropaganda sein können, auch von geopolitischer Propaganda sein können und wir nicht nur als Auswärtiges Amt, sondern mit unseren Stiftungen, mit unseren Kulturmittlern, mit den Goethe-Instituten dafür werben können, dass wir an den unterschiedlichen Orten der Welt ein gemeinsames Interesse an einer regelbasierten Ordnung haben, auch über die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist diese Frage abschließend behandelt. Ich rufe auf die nächste Fragestellerin, Sandra Detzer, Bündnis 90 Die Grünen. Das mag alles sein, aber ich lasse Sie nicht zu, Herr Brandner, und zwar deshalb, weil wir weiterkommen wollen. Das macht ja nichts. Hier melden sich unheimlich viele Leute, und die kommen nicht alle dran. Und die AfD-Fraktion hatte eine Nachfrage dazu, und dann hat die Union eine, dann hat die SPD eine, die Grünen eine, und jetzt ist die nächste Fragestellerin dran. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Frage geht an Außenministerin Baerbock. Frau Ministerin, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ja sehr klar gemacht, dass das letzte Jahr sehr entscheidend war für die Wahrnehmung von Resilienz und von einem neuen Risikomanagement, das wir brauchen für Deutschland und Europa. Die deutsche Wirtschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher haben groß stark dafür bezahlt, dass es in den früheren Bundesregierungen kein Risikomanagement gegenüber dieser hohen Abhängigkeit von russischem Gas gab. Nun ist also die Abhängigkeit von China in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft noch um ein Vielfaches größer. Und ich frage Sie in diesem Zusammenhang, welche Bedeutung Sie einem Risikomanagement in Bezug gerade auf die kritische Infrastruktur in Deutschland und Europa beimessen. Wir diskutieren jetzt in unterschiedlichen Bereichen, in Häfen, bei Hochtechnologien, konkrete Anwendungsfälle. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Herzlichen Dank.
Dank. Das war auch ein Teil meiner Gespräche in China, gerade mit den deutschen Wirtschaftsvertretern. Und da haben die unterschiedlichen Akteure, sei es von Automobilherstellern, Chemiekonzernen, Mittelstand, aber auch Unternehmensberatung mit Blick auf die Tätigkeit von Anwältinnen und Anwälten vor Ort deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die wirtschaftliche Sicherheit Deutschlands bei unseren Beziehungen, auch insbesondere bei unseren wirtschaftlichen Beziehungen, stärker in den Blick zu nehmen. Deswegen unterscheiden wir, sind ja gerade in der Bearbeitung der China-Strategie in unterschiedliche Bereiche. Zum einen bei der Produktion in China, wo viele deutsche Unternehmen deutlich machen, sie gehen viel stärker auf China für China-Produktion. Das ist ein Riesenmarkt, wo man natürlich es auch wichtig ist, dass die deutsche Wirtschaft da vertreten ist. Aber das Risiko, die dieser Markt auch mit sich bringt, auch das haben die Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter vor Ort deutlich unterstrichen, dass sie dieses Risiko sehen, das darf nicht zu einem heimischen Risiko für unseren europäischen Markt werden. Weswegen die Strategien, die unterstützen wir sehr der deutschen Wirtschaft, stärker China für China zu produzieren und gerade bei kritischen Produkten, und das ist auch Teil der China-Strategie, was wir in Line machen mit der Europäischen Kommission zu sagen, und was sind Importe, was sind Sektoren, was sind Branchen, die so unsere nationale Sicherheit betreffen, wie zum Beispiel Medikamente, weswegen das Gesundheitsministerium jetzt stärker darauf achtet, was müssen wir auch in Europa herstellen. Kritis ist das Stichwort für den anderen Bereich mit unserer Infrastruktur, dass wir bei Investitionen in unsere Wirtschaft, insbesondere in Kritis, reflektieren müssen, was sind die Fehler der Vergangenheit. Wir haben gesehen, wenn zum Beispiel ein Hafen selber meldet, ob er kritische Infrastruktur ist, dann unterläuft da offensichtlich auch mal ein Fehler. Das ist einer der Punkte, was ja in der Gesetzgebung jetzt auch gerade geändert wird. Und es wird weitere Maßnahmen geben, um auch hier dafür zu sorgen, das, was China macht, ihre kritische Infrastruktur zu schützen, dass wir Ähnliches auch bei uns ermöglichen, damit wir auch hier für Sicherheit sorgen. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage. Ich will darauf hinweisen, Frau Ministerin, Sie überschreiten regelmäßig Ihre Redezeit um das Dreifache. Und ich würde doch darum bitten, dass Sie darauf achten, vielleicht in der Kürze zusammenzufassen, was Sie uns zu sagen haben. Sie haben eine Nachfrage, Frau Kollegin. Herzlichen Dank für die Antwort. Ich würde in dem Zusammenhang noch mal nachfragen, welche Bedeutung es auch gerade hat, dass wir im Rahmen der WTO bei einer regelbasierten Handelspolitik bleiben. Die ist unter vielen Aspekten auch unter Druck. Und insbesondere da, glaube ich, war sehr sinnvoll, noch mal vom G7-Treffen auch die Nachricht zu senden, dass die G7 da geschlossen stehen. Deswegen noch mal die Frage, wie groß ist die Chance, dass wir da auch zügig Fortschritte wieder machen können? Faktoren, die wichtig sind, gerade zur Stärkung auch von internationalen Institutionen. Hier bei der WTO zum Beispiel ist auch ein Punkt, wer sitzt diesen Gremien eigentlich vor? Auch das ist im Übrigen eine Strategiefrage, wie wir Kandidaturen unterstützen bei unterschiedlichen internationalen Organisationen, die dann aus unserer Sicht auch dafür sorgen, dass die Werte und die Interessen dieser Organisation auch entsprechend durchgesetzt werden. Wir haben eine andere Organisation, die in Rom sitzt, wo wir deutlich machen, dass es auch gewisse Kandidaturen gibt, wo das Gegenteil, nämlich nicht die Stärkung des internationalen Rechts verfolgt wird, sondern eher die Aushöhlung. Und das ist bei der WTO, glaube ich, jetzt gerade auch ein Moment, wodurch den neuen Vorsitz wir für weitere Reformen werben können. Das habe ich auch in China getan. Die WTO ist dazu da, um, weil wir alle Wettbewerber sind, wir sind ja nicht nur Wettbewerber mit China, auch Europäer und Amerikaner sind Wettbewerber, wir sind alle auch wirtschaftliche Wettbewerber. Aber was wir wollen, ist, dass Streitigkeiten fair beigelegt werden und dazu die WTO und die Reform. Vielen Dank. Ich habe vier Nachfragen dazu, die ich noch zulasse. Wir überschreiten etwas die Zeit der Befragung, reduzieren die Fragestunde. Die vier Nachfragen sind in folgender Reihenfolge: Kuban, Keuter, Müller und Lambsdorff zum Schluss. Herr Kuban, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Frage geht auch noch mal an die Außenministerin. Sie haben den Hafen angesprochen und die Diskussion rund ums Thema Costco. Von daher meine Nachfrage, ob Sie die Auffassung aus Ihrer Bundestagsfraktion teilen, dass es ein großer Fehler war, dass der Bundeskanzler die vollständige Untersagung einer chinesischen Beteiligung beim Containerterminal im Hamburger Hafen verhindert hat.
Wir hatten ja bekanntermaßen dazu auch im Kabinett eine intensive Diskussion. Dazu wurde alles gesagt. Das können Sie alles nachlesen. Wir haben jetzt den Fall, dass diejenigen, die hätten melden müssen, offensichtlich falsch gemeldet haben. Das BSI hat deswegen deutlich gesagt, dass dieser Verwaltungsakt noch mal überprüft werden muss. Und das werden wir jetzt als Bundesregierung tun. Vielen Dank. Nächste Nachfrage hat der Kollege Keuter, AfD-Fraktion. Frau Bundesministerin, Sie sehen ja, uns treibt Ihre China-Reise um. Hierzu mal eine ganz praktische Frage. Es ist ja geübte Praxis in diesem Haus, dass wenn Minister reisen, an dieses Haus, an die Abgeordneten Einladung zur Mitreise und zur Darstellung der eigenen politischen Meinung im Ausland geboten werden. Uns ist als AfD aufgefallen, dass Ihr Haus, das Außenministerium, noch nie eine Einladung unter Ihrer Leitung an unsere Fraktion ausgesprochen hat. Wir haben da mal beim Parlaments- und Kabinettsreferat nachgefragt. Die Schmallippe Die Antwort war, die Ministerin entscheidet selber, wen sie auf Auslandsreisen mitnimmt. Deshalb die Frage, wie vereinbaren Sie das mit Ihrer Neutralitätspflicht als Bundesministerin, hier eine Fraktion so konsequent auszuschließen? Indem das, was in meiner Hoheit steht, nämlich Abgeordnete mitzunehmen, um die Bundesrepublik Deutschland in der Welt zu repräsentieren und die Bundesregierung. Ich bin ja Ministerin der Bundesregierung. Und wir haben gerade bei diesem zentralen Thema, das hören wir hier ja regelmäßig im Bundestag, ich habe hier eben deutlich gemacht, dass wenn Fragen keine Fragen sind, sondern Behauptungen, die ich so nicht dastehen lassen kann, dass ich es wichtig finde, für meine Amtsausübung die Reisebesetzung so vorzunehmen, wie ich das getan habe. Ich schaue mir jede Reise einzeln an und werde das auch in der Zukunft genauso handhaben. Vielen Dank. Weitere Nachfrage, die Kollegin Bünger, Fraktion Die Linke. Vielen Dank. Die Kollegin hat vom letzten Jahr als krisenhaften Jahr gesprochen. Eine Krisenregion war Afghanistan bzw. ist Afghanistan. Sie haben selbst gesagt, bei der Evakuierung aus Afghanistan zählt jeder Tag. Mittlerweile sind 35 Menschen mit einer Aufnahmezusage gestorben. Das ist eine Tragödie. Und jetzt haben Sie auch noch aufgrund einer rechten Hetzkampagne, einer rechten Medienkampagne die Visaerteilung ausgesetzt. Das ist aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig, denn Menschen, die schon ein Visum bekommen haben, dürfen jetzt nicht ausreisen. Und das, obwohl der Krisenmechanismus ja bei dem Einzelfall gegriffen hat, das ist völlig unverhältnismäßig. Mich kontaktieren jeden Tag Menschen aus Afghanistan. Was soll ich Ihnen antworten? Wann können Sie einreisen? Das ist schwierig, immer in 30 Sekunden, weil Sie jetzt auch die unterschiedlichen Bereiche zusammengeworfen haben. Die Menschen, die Sie aus Afghanistan kontaktieren, das ist eines unserer größten Probleme, dass die Taliban die Menschen aus Afghanistan nicht mehr ausreisen lassen können. Wir haben da mehrere Menschen, die eigentlich in unser Bundesaufnahmeprogramm passen. Für sie wurde das gestrickt. Ich hatte ja Vereinbarungen auch mit Pakistan getroffen, dass die Menschen nach Pakistan kommen können. Die Taliban lassen die Menschen nicht mehr raus. Erst haben sie keine Pässe ausgestellt, jetzt lassen sie sie komplett nicht mehr raus. Das ist ein Bereich, den können wir leider nicht beeinflussen. Ein anderer Bereich, den Sie jetzt angesprochen hatten, war auch vorhin der Punkt von der AfD, ist mit Blick auf die Frage, die es auch vorhin gab. Da hatten wir ein Gerichtsurteil, wo gesagt wurde, dass der eine Zuständige einreisen muss. Zugleich hatten wir einen Hinweis auf gefälschte Dokumente. Beidem gehe ich nach im Sinne unseres Rechtsstaates. Wenn ein Gerichtsurteil sagt, derjenige reist jetzt ein, dann reist er ein, weil das Gericht so festgestellt hat. Wenn ich einen Hinweis habe auf gefälschte Dokumente, gehe ich dem nach, gemeinsam mit dem Innenministerium, weswegen wir gesagt haben, mit Blick auf die Visa, die das betrifft, wir wollen die zusätzlich überprüfen. Da den Menschen, die schon ein Visa haben, aber Visa aufgestellt worden sind, heben wir diese nicht auf. Das kursiert hier so, aber wir heben diese Visa nicht auf. Wir können ja nicht politisch diese Titel zurücknehmen. Wir überprüfen noch mal mit Blick auf die Sicherheit. Aber die Menschen, die ein Visa haben, die behalten diese Visa. Alle werden aber entsprechend noch mal überprüft. Vielen Dank. Letzter Fragesteller. Jetzt ist der Kollege Graf Lambsdorff, FDP-Fraktion. Ja, Frau Ministerin, es ist dieser Koalition wichtig, die Widerstandskraft der deutschen Volkswirtschaft zu stärken. Resilienz ist das Stichwort dazu. Und der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat in einer öffentlichen Anhörung im Bundestag erklärt, die Abhängigkeit von Russland, das war ein Sturm, die Abhängigkeit von China, das ist der Klimawandel. Ihren Ausführungen entnehme ich, dass Sie das genauso sehen. Sie haben eben sehr stark über den Absatz in China gesprochen, China für China.
Aber es geht ja auch um das Sourcing, also das Beschaffen von Vorprodukten, von Rohstoffen und so weiter. Würden Sie mir zustimmen, dass im Interesse einer besseren Diversifizierung, einer beschleunigten Diversifizierung, eine umfassende Handelsliberalisierung mit anderen Teilen der Welt ein gutes Instrument wäre, um diesem Klimawandel Widerstandskraft entgegensetzen zu können? Ich stimme Ihnen bei der Analyse zu. Ich stimme Ihnen auch zu, dass wir diversifizieren müssen. All das umfasst dann auch die ganzen Besuche bzw. Gespräche, die wir führen, weswegen wir eben nicht nur eine China-Strategie haben, sondern eine Indo-Pazifik-Strategie, um zu diversifizieren, um an anderen Standorten der Welt auch zu produzieren, um auch stärker mit Blick auf Freihandelsabkommen das zu ermöglichen, und zwar schnell. Aber Sie haben jetzt gesagt, absolut auf der ganzen Welt mit jeder Region. Natürlich das, was wir uns für China anschauen, geben wir uns in neue Abhängigkeiten, werden da grundlegende Fragen der Zusammenarbeit von fair und gerecht mit unterstützt. Das schauen wir uns auch mit anderen Regionen an. Zum Glück gibt es sehr, sehr viele Partner im Nord, im Süd, im Ost, im West auf dieser Welt, die genau unsere Vorstellung von einer regelbasierten Ordnung teilen, die nicht alles machen wie wir Europäer, zum Glück, aber die das Verständnis haben, dass wir auf internationalem Recht Verträge abschließen. Und das werden wir intensivieren. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Beantwortung der Fragen. Damit beende ich die Befragung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20 63.